willkommen bei uns. Was manch einer schon nicht mehr für möglich hält, klappt nun doch und hat das Kabinett heute sehr wohl beschlossen. Deutschland bekommt einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, über den fast so lange und so erbittert gestritten worden ist, wie ansonsten wahrscheinlich nur über das Tor von Wembley. Ist das erst der Anfang, fragen wir, und nimmt die Bundesregierung unter Federführung der Sozialdemokraten streng Kurs auf einen, sagen wir, Sozialstaat XXL. Dazu sind bei uns die Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, Christina Frank von der Gewerkschaft Verdi, die für die Beschäftigten im Einzelhandel, auch für die Schleckerfrauen kämpft. Einer der bedeutendsten Historiker Deutschlands ist da der Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler. Und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Martin Wandsleben. Herzlich willkommen. 4 Millionen Beschäftigte, so sagt zumindest Andrea Nahles, werden durch den Mindestlohn mehr Geld bekommen. Das gilt allerdings nicht für diesen. Herr Wandsleben, alle sind begeistert, nur Sie nicht. Warum gönnen Sie den Menschen nicht einen halbwegs ordentlichen Lohn? Also die meisten Unternehmen werden keine Probleme haben. Für viele wird es gar nicht merkbar sein. Aber am Ende hat der Mindestlohn zu viele Verlierer. Also gerade Jugendliche, die jetzt eher dazu verleitet werden, keine Ausbildung zu machen, sondern lieber gleich eine Stelle anzunehmen und 1500 Euro zu verdienen. Es werden am Ende diejenigen Schwierigkeiten haben, deren Eltern auch nicht hinter ihnen her sind. Hier, du musst was lernen, kümmere dich darum. Und es werden diejenigen Schwierigkeiten haben, die keine Ausbildung haben. Das heißt also, für die keiner bereit ist zu bezahlen. Das ist im Kern das Problem. Also im Prinzip könnten wir sagen, wir könnten uns auf 15 Euro einigen, wenn alle Kunden in Deutschland und weltweit jeweils bereit sind, dafür zu bezahlen. Aber das ist ja, vielleicht kann man das so sagen, in einer Zeit der Schnäppchenjäger wohl nicht möglich. Und das scheint das Problem zu sein. Also kein guter Tag für Deutschland? Ich würde mal sagen, es gibt bessere. Es gibt bessere Tage, Frau Nahles. Sie haben heute den Eindruck erweckt, als sei es ein guter Tag für Deutschland, weil einige ein bisschen mehr verdienen, aber andere möglicherweise, auch junge Menschen, falsch verleitet werden und andere vielleicht gar keinen Job erst bekommen. 4 Millionen Menschen, hart arbeitende Menschen wohlgemerkt, bekommen endlich einen Lohn, der halbwegs anständig ist. Weniger ist zu wenig. Wir reden hier über einen Mindestlohn, wir reden über eine Mindestabsicherung. Und wir haben hier wirklich eine Ungerechtigkeit in unserem Land. Und wir schaffen mit dem Mindestlohn einen ersten Schritt. In dem Mindestlohnpaket sind aber auch noch andere Maßnahmen, um die tarifvertragliche Absicherung in Deutschland zu stärken. Es ist aber ein ganz zentraler erster Schritt. Und wir haben einen Mindestlohn für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für alle Branchen und in Ost und West gleich. Das ist eine Sache, die wir versprochen haben und die wir jetzt auch einlösen. Die jungen Menschen, sagt Herr Wandsleben, werden verleitet, gar keine Ausbildung zu machen. Wir haben uns das auch, das Argument ist ja erstmal berechtigt. Aber welche jungen Leute könnte Herr Wandsleben meinen? Es kann ja nicht ein Abiturient sein, der wird ganz andere Pläne für sich und sein Leben haben. Das sind schwache Hauptschüler möglicherweise, die auch Schwierigkeiten haben, zurzeit dann Anschlussausbildung zu finden. Es sind möglicherweise auch Schulabbrecher. Von daher haben wir gesagt, bis 18 Jahre sind wir gewillt, eine Ausnahme zu machen, in dem Sinne, dass für diese Altersgruppe kein Mindestlohn gezahlt werden muss. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, Mindestlohn ist erstmal etwas, das alle verdienen. Und nur ein Argument hat mich überzeugt, nur ein einziges, warum man sagt, man macht vielleicht eine Sonderregelung. Wenn es eventuell beim Einstieg ins Erwerbsleben Schwierigkeiten geben könnte, und das ist bei den schwachen Hauptschülern oder Schulabbrechern oder auch bei Langzeitarbeitslosen der Fall. Und genau für diese beiden Personengruppen haben wir deswegen Sonderregelungen geschaffen, also die einen bis 18 Jahre, die anderen eben im ersten halben Jahr nicht danach, aber voller Anspruch auf Mindestlohn auch. Das halte ich für ausgewogen, das halte ich für gerechtfertigt. Das kann man immer mehr fordern, Herr Wandsleben, aber ich halte es für vernünftig, auf Argumente auch zu hören, auf Bedenken, die es da gibt, weil ich möchte ja vor allem eins, dass der Einstieg ins Erwerbsleben für die jungen und Langzeitarbeitslosen auch wirklich funktioniert, auch unter den Bedingungen eines Mindestlohns.
Herr Wanzel. Das Problem ist nur, also wir kennen das an. Sie nennen die Argumente, nur die Zahl stimmt nicht. Denn im Durchschnitt 18 ist falsch. Was wäre besser gewesen? In 25. Ich will das begründen. Ich will das begründen. Im Durchschnitt sind diejenigen, die eine berufliche Ausbildung anfangen, über 20. Über die Hälfte ist viel älter. Und dann haben wir extra mal geguckt, weil die Diskussion ist ja zwischen uns jetzt nicht neu. Wie sieht das denn in Berufen aus, die so klassischerweise von Hauptschülern auch gelernt werden? Und selbst da haben wir 30% Leute, die 23 und älter sind. Und deswegen sagen wir, wenn Sie das Problem erkannt haben, dass der Mindestlohn die Gefahr in sich birgt, Jugendliche davon abzubringen, eine Ausbildung zu machen, dann bitte nicht bis 18. Es ist keine Verhandlungsfrage, sondern es sind die Statistiken, es ist die Wahrheit. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir dieses Thema nicht nur hier heute Abend ernsthaft diskutieren, sondern dass das nachgebessert wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesarbeitsministerin eines Tages vor die Presse gehen will und sagen will, ich fand es prima, dass wir den Mindestlohn haben, aber jetzt haben wir halt ein paar mehr Arbeitslose und noch weniger Jugendliche, die eine Ausbildung machen, die es dringend bräuchten. Das kann, glaube ich, nicht Ihr Ziel sein. Deswegen setze ich sehr darauf, dass wir nachher im parlamentarischen Verfahren dann am Ende die notwendigen, ich sage bewusst, die notwendigen Nachbesserungen haben. Und das hat mit Forderungen, mit Taktik von uns überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach die Wahrheit. Herr Wanzel, ich erkenne durchaus an, Herr Wanzleben, dass es Ihnen darum geht, auch mehr Ausbildung zu organisieren. Wir sind im Gespräch auch mit den Industrie- und Handelskammern, dass sie mehr Ausbildung realisieren. Wir sind auch bei der Fachkräftesicherung in unserem Land im Gespräch, gar keine Frage. Aber wenn jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, mit 23 erst in der Ausbildung beginnt, dann ist etwas ganz anderes schiefgegangen. Dann hat der Übergang von Schule zu Beruf überhaupt nicht geklappt. Dann war der möglicherweise in Warteschleifen. Und dann hat es an anderen Stellen Schwierigkeiten gegeben. Und das kann man jetzt nicht dem Mindestlohn in die Schuhe schieben. Diese Problemfälle kennen wir ja jetzt schon. Ich glaube, dass wir eine Kombination machen müssen. Wir haben jetzt bis 18 Jahre, das sind ja vor allem dann diejenigen, die wirklich früh aus dem Schulleben dann aussteigen oder die wirklich schwach sind. Für die haben wir wirklich keine Fehlanreize damit geschaffen. Aber wenn das darüber hinausgeht, dann muss man begleiten, dann muss man fördern, dann muss man die auch wahrscheinlich noch mal anders betreuen. Das tun wir übrigens auch. Wir haben sehr gute Unterstützungsprogramme, auch Ausbildungsbegleitung. Und wir machen vor allem viel mehr Berufsorientierung als früher in den Schulen. Also ich glaube, wir kommen da zusammen, was das Ziel angeht. Aber der Mindestlohn, der wird keine Arbeitslosigkeit in Deutschland erzeugen. Das wage ich mich zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass er Beschäftigungseffekte im positiven Sinne hat. Ich glaube, dass er neutrale Beschäftigungswirkung hat. Warum? Wir haben jetzt 13 Branchenmindestlöhne in Deutschland realisiert in den letzten Jahren. Das haben wir genau uns angeguckt. Und wir haben festgestellt, es gab überhaupt keinen nennenswerten Effekt. Wir haben aber auch in 21 Ländern in Europa einen Mindestlohn. Auch in den großen Industrieländern in Europa haben wir einen Mindestlohn. Und zum Beispiel in England, wo das intensiv untersucht, haben sie den 97 eingeführt. Auch keine nennenswerten Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist auch mit Verlaub jetzt ein bisschen Panikmache. Der Mindestlohn ist eine Notwendigkeit, weil Arbeit in diesem Land ihren Wert haben muss. Und es kann nicht sein, dass wir auf Dauer Niedrigstlöhne finanzieren. Herr Wähler, das hat Andrea Nahles ja auch heute in der Bundespressekonferenz gesagt. Den Ausschnitt haben wir eben auch im Film gezeigt. Sie hat gesagt, wir geben der Arbeit ihren Wert zurück. Wir bringen Deutschland wieder ins Lot. Stimmt das? Ich glaube, dass der Vergleich das bestätigen wird. Also ich war schon seit langem für den Mindestlohn, dass die Minderverdienenden sozusagen etwas aufgewertet wurden. Und wenn man nun auf die gut 20 europäischen Länder blickt, wo es ihn schon seit langem gibt, da kann man sagen, es hat nie die Kette von Insolvenzen gegeben, nie die Bankrotterklärung, nie einen dramatischen Einbruch des Arbeitsmarktes. Das ist wirklich, wie Frau Nahles sagt, Panikmache. Aber Großbritannien beispielsweise hat einen Mindestlohn, glaube ich, der jetzt ungefähr bei 7,43 Euro oder sowas liegt. Mhm. Das ist erstmal niedriger als die 8,50 Euro, ganz klar. Und sowieso gibt es eine Art von Stufen, die damit gedacht werden, dass etwa Menschen, junge Menschen, die in Ausbildung sind, erstmal sehr viel weniger bekommen, 3 Euro sind. Das wäre das besser gewesen? Das weiß ich nicht. Also in England hat das große dramatische Problem, dass seine Industrie kollabiert ist.
Und dass sozusagen nur noch der Staat und die Finanzen gerettet werden durch die City und die Finanzgeschäfte der City. Insofern muss man da sozusagen mit etwas geschrumpften Beträgen arbeiten. Aber im internationalen Vergleich, würde ich sagen, sind all die Unkereien, dass der Mindestlohn dramatische negative Einflüsse hat, die sind nicht angebracht. Der Vergleich zeigt, dass der funktioniert. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man das in Deutschland nicht tun sollte. Frau Frank, Sie sind Mitglied der Gewerkschaft Verdi. Sie kämpfen vor allen Dingen für Beschäftigte im Einzelhandel. Sie haben sich sehr eingesetzt und tun das auch nach wie vor für die Schleckerfrauen, die zum Teil sehr wenig verdient haben. Freuen die sich alle über den Mindestlohn? Also ich denke, dass der Mindestlohn ein richtig wichtiger Schritt ist in die richtige Richtung. Also wir haben ja jahrelang als DGB und Einzelgewerkschaften dann versucht, über den Mindestlohntruck in jeder Stadt dafür zu werben. Wir haben da sehr viel Kraft reingesetzt und für uns ist das ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es fehlt aber noch was. Also nach dem System des Arbeitsrechts läuft es ja so, dass wir Ansprüche haben, wir haben Schutz- und Mindestnormen, die Basis bieten. Aber was fehlt, ist die Kontrolle. Die ist abgebaut worden. Also jetzt, ich nehme mal als Beispiel den Großraum Stuttgart. Wir haben eine Gewerbeaufsicht mit genau 7 Beamten. Das ist einfach zu wenig. Die kommen überhaupt nicht mehr klar. Und das bedeutet, wir haben hier einen Bereich, der eigentlich auch der Kontrolle bedarf. Und diese Kontrolle funktioniert nicht. Das bedeutet, wenn Sie nicht wollen, dass der Mindestlohn auf dem Papier bleibt, wenn er wirklich umgesetzt werden muss, dann brauchen wir hier zusätzliche Vorschriften. Und wir müssen da wieder aufbauen. Wir müssen hier diese ganzen Schutz- und Mindestnormen wieder lebendig machen, indem wir da die entsprechenden Kontrollinstanzen wieder einbringen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist ja auch Logo. Ich würde es sogar als problematisch empfinden, wir würden einen Mindestlohn einführen und es nicht ernst meinen. Dann ist nämlich der anständige Arbeitgeber, der ihn zahlt, am Ende der Dumme. Mhm. Das kann ja nicht sein. Deswegen haben wir auch rausgehandelt, das wird jetzt nicht in diesem Gesetz geregelt, aber das wird über Herr Schäuble eingebracht in den Bundestag, dass wir in sehr relevantem Umfang den Zoll personell aufstocken. Die machen das in Deutschland mit der Schwarzarbeitskontrolle und das wollen wir auch denen übertragen. Die gehen in die Betriebe und sagen, zahlt ihr überhaupt 8,50 Euro. Und wir haben auch, genau, wir haben auch im Gesetz Prüfpunkte, die dann möglich sind zu prüfen, drin. Und vor allem, was ich faszinierend fand, ich habe mir das in London angeguckt bei den Briten, die hatten eine Hotline eingerichtet und da riefen dann 50%, sagten sie mir Arbeitgeber und 50% Arbeitnehmer an und haben dann gemeldet, der Kollege nebendran bezahlt den Mindestlohn seinen Mitarbeitern nicht oder umgekehrt, mein Arbeitgeber bezahlt mir den nicht. Und dann haben die sich wirklich verpflichtet, diesen Hinweisen nachzugehen. Und das hat sehr gute Wirkung gezeigt und deswegen finde ich die Idee gut und würde sie gerne auch in Deutschland installieren, dass man wirklich auch Hinweisen nachgehen kann und dass man eine Möglichkeit hat, ihn durchzusetzen. Weil sonst führt er zu Wettbewerbsverzerrung, die wir alle nicht wollen. Und insoweit gebe ich Ihnen recht, ein Mindestlohn ist nur so wirksam, wie er auch wirklich in der Realität dann umgesetzt wird. Apropos Verzerrung, Frau Frank, eins will ich nachfragen. Sie sind nicht nur Mitglied bei Verdi, sondern auch Mitglied bei den Linken, bei der Linkspartei. Ihre Vorsitzende Katja Kipping hat heute gesagt, es gäbe eine Diskriminierung, eine erwerbslosen Diskriminierung durch die Regelung, die getroffen worden ist. Kompromiss, glaube ich, mit dem Kanzleramt oder mit der Union, dass Sie gesagt haben, Langzeitarbeitslose werden im ersten halben Jahr ihrer neuen Beschäftigung vom Mindestlohn ausgenommen. Darin sieht sie diese Diskriminierung, sie auch? Also ich bin nicht glücklich über diese Ausnahme der Langzeitarbeitslosen, weil wir wissen ja auch, dass das Kündigungsschutzgesetz erst nach einem halben Jahr greift. Und ich befürchte, dass wir zwar die Statistik da ein Stück bereinigt bekommen, dass jetzt mehr länger Arbeitslose wieder reinkommen ins Arbeitsleben, aber sie fliegen, wäre meine Prognose, auch wieder nach einem halben Jahr wieder raus. Und das ist eigentlich sehr schade, weil in diesem Bereich, also ich meine, ich arbeite mit dem Handel und der Handel ist auch prekär und da gibt es so viele Check-in, Check-out-Verträge. Die jungen Leute vor allem haben ein ganz anderes Berufsrisiko, als wir früher hatten, als wir angefangen haben. Mhm. Und diese Lücken dann zu füllen, über längere Zeiten der Arbeitslosigkeit wieder reinzukommen, dann wieder rauszukommen, das geht so schnell, dass man auch mal ein Jahr draußen ist. Ja? Und ich finde, dass man an der Stelle
also danach bessern sollte. Da hat mir der erste Teil sehr viel besser gefallen, als es nur um diese Personen ging, die einen Zuschuss bekommen hätten sollen, die dann da ausgenommen waren. Ich glaube, dass über diese Langzeitarbeitslosenregelung, die wir jetzt geschaffen haben, dass wir da so ein neues Feld aufmachen, wo auch wieder sehr viel Schmuh passieren wird. Wollten Sie ursprünglich auch nicht, Frau Hades? Frau Frank, zunächst, ich kann sehr gut mit dieser Lösung, die wir jetzt hier gemeinsam entwickelt haben, in der Bundesregierung leben. Weil ich glaube, es geht ja erstmal darum, dass keine zusätzlichen Hürden aufgebaut werden, dass diejenigen, die langzeitarbeitslos sind, vielleicht noch mal eine Chance kriegen, ehrlich gesagt. Die sind ja nicht umsonst langzeitarbeitslos, sondern die haben ja schon gewisse Schwierigkeiten. Möglicherweise sind es familiär. Ja, umsonst heißt, die haben Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, aus welchen Gründen auch immer. Das muss nicht immer an den Leuten liegen. Und von daher ist es doch die Möglichkeit, nach einem halben Jahr kann man das sicherlich dann auch sagen, klappt das, dann haben die auch einen Anspruch auf einen Mindestlohn. Heute haben sie gar keinen Anspruch. Deswegen sage ich auch, das ist eine Überbrückung, eine Brücke, eine 6-Monats-Phase gibt es auch, wie Sie sagten, schon in Probezeiten, die ich vertreten kann, guten Gewissens. Wenn wir aber Sie wollten es doch ursprünglich nicht, Frau Nahles. Da hatten Sie doch wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Argumente, warum Sie es nicht wollen. Sie haben ja gesehen, schon in dem ersten Vorschlag, den ich gemacht habe, war das Thema Langzeitarbeitslosen hat eine Rolle gespielt. Und wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Branchen angehört und deren Sorgen und Bedenken angehört. Wir haben aber auch darüber diskutiert, wie verhält es sich bei den Langzeitarbeitslosen. Und da haben wir jetzt eine sehr, wie ich finde, ausgewogene Lösung gefunden, weil wir gesagt haben, das halbe Jahr, das ist eine mögliche Brücke, es kann ein Anreiz sein. Ich glaube persönlich nicht, dass der Lohn bei den meisten der Langzeitarbeitslosen entscheidend ist. Sondern ich glaube, wir brauchen da weiterhin unterstützende Maßnahmen. Wir werden jetzt zum Beispiel in den nächsten Monaten noch ein großes Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit auflegen. Aber selbst wenn es der Lohn ist, dann haben wir damit ja eine Möglichkeit gebaut, eine Brücke zu bauen. Und wir haben, Frau Frank, lassen Sie uns dann noch mal drüber reden. Im Gesetz stehen, nach 2 Jahren wollen wir uns die Wirkung angucken. Hat es geholfen? Hat es zu den Effekten, die Sie befürchten, geführt? Dann allerdings müssten wir uns fragen, ob die Regelung klug ist. Es kann aber auch sein, dass das, was die Befürworter in den Diskussionen für diese Lösung auch vorgetragen haben, dass es eben sogar eine Hilfe sein kann für die Langzeitarbeitslosen. Also haben wir gesagt, okay, wir haben in Deutschland noch nie einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Das ist nun mal die Wahrheit. Das konnten wir bisher noch nicht. Wir haben keine Erfahrungswerte, wir können das jetzt nicht sagen. Lass es uns angucken. 2 Jahre, wie die anderen Branchen, haben die auch eine Übergangszeit. Und dann bewerten wir es. Und wenn es nicht gut ist, dann muss man es ändern. Wenn es gut ist, umso besser. Herr Wähler, Sie sind Sozialhistoriker. Finden Sie es richtig oder nicht richtig, dass die Langzeitarbeitslosen zunächst mal ausgenommen sind vom Mindestlohn? Also ich sehe das ganz pragmatisch. Der Gesetzentwurf ist brauchbar. Er ist menschenwert. Vielen Dank, Herr Wähler. Da hat so lange dran gearbeitet. Da freut sie sich über brauchbar. Er ist brauchbar. Zu Herrn Wähler ist das ein großes Lob. Ja. Menschenwert verkörpert, ist er immer reformbedürftig. Und es ist eine kluge Entscheidung, nach einer gewissen Zeit das alles genau unter die Lupe zu nehmen und dann die Wandsbeck'schen und Frank'schen Argumente auch zu prüfen. Ja. Und ich sehe überhaupt nicht, wie eine im Prinzip unvoreingenommene Regierung nicht auf diese sozusagen Reformmöglichkeiten zurückgreifen sollte. Und insofern ist in meinen Augen der Streit um den Mindestlohn ausgestanden. Er tritt jetzt in Kraft und dann wird man zu gegebener Zeit das übliche Renovieren vornehmen. Und was ist damit jetzt nun erreicht, wenn wir einen Schritt weitergehen und groß fragen, ist damit Deutschland gerechter geworden, Ihrer Meinung nach? Hat man mehr Verteilungsgerechtigkeit zwischen denen, die so unfassbar viel verdienen, wie wir es eben im Film noch mal gezeigt haben, und denen, die jetzt wenigstens dann die 8,50 Euro pro Stunde bekommen? Ja, in meinen Augen ist das die Verkörperung eines Schrittes auf mehr soziale Gerechtigkeit. Das ist in meinen Augen auch das stärkste sozusagen theoretische Argument für den Mindestlohn. Deshalb bin ich auch dafür. Warum sind Sie dann trotzdem dagegen, Herr Wandsbeck? Also mir macht total Angst,
dass Deutschland hier mit Europa, also mit europäischen Nachbarstaaten verglichen wird und gesagt hat, wieso funktioniert das doch? Ja, in allen europäischen Nachbarstaaten haben wir eine höhere Jugendarbeitslosigkeit als bei uns. Also ich bin jetzt richtig unruhig. Ich bin total unruhig, dass wir sagen, wir können das jetzt machen und vergleichen das uns mit Ländern, denen es wirklich nachweislich schlechter geht. Und auch wenn Sie die Zahlen sich angucken, also in Ostdeutschland, um dieses Beispiel zu nennen, liegen ungefähr ein Viertel der Beschäftigten unter dem Mindestlohn. In England sind das 5%. Das heißt, der Lohnanpassungsdruck, der jetzt da ist, ist ein völlig anderer. Wir kriegen völlig andere Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt. Und so ein bisschen, wenn Sie sich jetzt hier hinsetzen von Hals und sagen, das wird bestimmt keine Beschäftigung kosten, dann wäre ich an Ihrer Stelle ganz vorsichtig. Ich kenne viele, die auch politische Verantwortung tragen, gerade in neuen Bundesländern, die das zwar nicht öffentlich sagen, aber die ganz schön Muffensausen haben, was jetzt da wirklich passiert. Und ich glaube, wir tun gut daran, sehr achtsam mit dem Thema umzugehen. Denn was keine soziale Gerechtigkeit wäre, wäre, wenn der Mindestlohn am Ende dazu führt, dass mehr Leute wieder ausgesperrt werden. Denn wir wissen doch aus der Zeit von der Agenda 2010, was es bedeutet für eine Gesellschaft, wenn 5 Millionen Leute arbeitslos sind. Das heißt also, ich sehe hier ein großes Risiko. Ich finde nicht richtig, mehr Gerechtigkeit, sondern mehr Risiko. Sondern das Potenzial ist. Mhm. Ich finde es richtig deswegen, möchte es deutlich sagen, dass das mit dem Langzeitarbeitslosen, dass Frau Nahles auch die politische Kraft aufbringt, dazu zu stehen. Das bewundere ich sehr, weil ich kenne natürlich auch die Argumente, gerade aus den Gewerkschaften, das haben wir ja gerade gehört. Aber damit zeigt sie ja auch genau das Problem. Und das zu negieren, ich glaube, da machen wir einen Fehler. Und wir werden es, Frau Nahles, nicht alles einzeln kompensieren können. Sie wissen, wie sehr wir auch als Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern dahinterher sind, dass Jugendliche einzeln angesprochen werden. Aber ich glaube, was wir jetzt hier machen, wir ziehen uns jetzt Skischuhe an, um 100-Meter-Lauf zu machen. Das funktioniert nicht. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten da, wo es wirklich überschaubar ist, und das ist bei den Ausnahmen, gerade bei den Jugendlichen, sollten wir wirklich sagen, wir machen die Ausnahmen, wir bekümmern uns drum. Und dann gucken wir, ob wir es nachjustieren, wenn erstmal das Kind im Brunnen gefallen ist und die Jugendlichen keine Ausbildung angegangen haben. Dann haben sie ein Leben lang keine Ausbildung und ich finde den Preis viel zu hoch. Also weniger Gerechtigkeit und mehr Risiko, ein hoher Preis, sagt der Wahnsinn. Es gibt in zwei Ländern in Europa eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Das ist Deutschland und Österreich. Worin unterscheiden sich diese beiden Länder nun von allen anderen europäischen Ländern? Sie unterscheiden sich vor allem darin, dass sie ein duales System der Berufsausbildung haben. Alle anderen Länder bedauerlicherweise in dieser Form nicht. Das ist doch die eigentliche Stärke. Ja, das ist doch der wesentliche Unterschied, warum es bei uns besser funktioniert. Deswegen ich außerdem auch glaube, dass ein Mindestlohn bei uns sich gerade in diesem Punkt, was die Jugendarbeitslosigkeit angeht, eben viel weniger negativ auswirkt als in Ländern, wo es gar kein System der vernünftigen Ausbildung in der Weise, wie wir es kennen, gibt. Ich sage jetzt mal unter uns, sage ich jetzt mal vielen Dank, dass Sie mir recht geben. Das ist ja genau der Punkt, was wir sagen. Wir sagen ja, die Gefahr des Mindestlohns liegt genau darin, dass die Jugendlichen keine duale Ausbildung durchlaufen. Deswegen geben Sie mir ja recht. Aber nein. Denn es ist ja genauso, wie Sie sagen, dass wer eine Ausbildung hat, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine gute Stelle zu finden und ein gutes Berufsleben zu haben. Deswegen sagen wir, macht doch diesen Vorteil, den Österreich und Deutschland wirklich haben, nicht kaputt und lass uns doch lieber dafür sorgen, dass alle Jugendlichen eine vernünftige Ausbildung haben und vergesst, also hängt euch doch nicht an das Prinzip, dass wir jetzt auf keinen Fall Ausnahmen machen dürfen. Ich verstehe es nicht. Ich finde, sage ich jetzt auch mal als Vater, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass wir ein Prinzip hier zu Ende reiten und am Ende die Jugendlichen, die keine Ausbildung haben werden, die Zeche zahlen lassen. Ich kann diese Politik, sorry, dass ich es so deutlich sage, nicht verstehen. Herr Walsleben, ich war mit Verlaub, über welche Jugendlichen reden Sie denn hier jetzt eigentlich gerade? Sie haben wahrscheinlich, ich weiß es jetzt im Detail nicht, ich habe die Realschule gemacht. In meinem Jahrgang war überhaupt niemand, der die Realschule erfolgreich abgeschlossen hat, der nicht in eine Ausbildung gegangen wäre. Ja. Diejenigen, die Abitur machen, die werden ja nicht, weil es so attraktiv ist, für 8,50 Euro in der naheliegenden Bäckerei zu arbeiten, auf ein Studium verzichten. Sondern es geht hier um eine bestimmte Gruppe von jungen Leuten, die unsere Begleitung wahrscheinlich in vielen Fällen brauchen. Und die sind
vermutlich überhaupt nicht in der Altersklasse über 18 Jahre. Ich behaupte, dass Sie... Und wenn Sie da sind, dann haben wir an einer anderen Stelle etwas unterlassen. Ja, aber die Probleme sind doch schon da. Die Probleme sind schon da und Sie verschärfen sie jetzt noch. Nein. Und das ist im Kern das Problem. Und die Argumentation mit Ihren Gymnasiasten und mit Ihren Realschülern. Wo kommen denn die 1,3 Millionen junge Leute im Alter zwischen 25 und 34, Sie kennen die Zahlen wie ich, wo kommen die denn her, die keine Ausbildung haben? Das sind doch genau die Jugendlichen, die wir... in den Generationen, Aber Herr Reinstein, die jetzt kommen, darf ich Sie mal antworten lassen. Also Sie können doch nicht einfach die Augen eine verschließen, Frage bei dem, ich was jetzt ist. Schon, Herr Reinstein, das muss ich schon sagen. Wer hat denn diese jungen Leute nicht ausgebildet? Dass dieser Vorwurf völlig daneben geht. Gut, lassen Sie ausreden. Sonst wissen wir ja gar nicht, was Sie meinen. Darf ich Ihnen was die Anzahl der ausreden lassen? Die Anzahl der Ausbildungsbetriebe ist wieder gesunken. Das liegt nicht an Ihnen. Sie wissen das warum? Ich behaupte, dass Sie sich aktiv bemühen. Ich habe gute Erfahrungen da gemacht. Ja. Aber Sie können genauso, Sie wissen doch genau, Herr Wansleben, wie ich, dass gerade die Schwächeren, die Schwierigkeiten hatten, wo es viel mehr Mühe machte, die auch mitzunehmen, verdrängt wurden, teilweise auch bei der dualen Ausbildung von Abiturienten, Realschülern. Und gerade in den Jahren 2000 bis 2010 haben wir zu viele junge Leute verloren. Und es wurden zu wenige Ausbildungsplätze für Schwächere auch angeboten. Und wir haben auch zu viele Warteschleifen gehabt. Das Aber ist Sie wissen, eine gemeinsame Problematik. Für Schwächere gewesen, nicht haben besetzen können, das wissen Sie. Das hat mit dem Mindestlohn überhaupt nichts zu tun. Aber von daher halte ich das wirklich für herbeigeredet, diese Sie machen dramatischen es jetzt schwerer. Nochmal, also, das ist jetzt ein Riesenfass, das können wir nicht aufmachen. Genau. Aber ich will doch noch mal deutlich sagen, wir können die Ausbildungsplätze, die wir für Schwächere anbieten, nicht besetzen. Sie bleiben leer. Und die Betriebe bilden weniger aus, weil einfach weniger Jugendliche da sind. Das ist die Wahrheit und nicht die Wahrheit, dass die Wirtschaft sich nicht um die Jugendliche kümmert. Ich glaube, das ist wichtig hier festzustellen. Ich will einen Schritt weitergehen mit Ihrer Erlaubnis und danach fragen, was im Moment eigentlich passiert. Es gibt ja ein paar Gesetzesvorhaben, die vor allen Dingen durch die Sozialdemokraten eingebracht werden und die, wie manch Kritiker meint, einen zu großen Eingriff in Märkte bedeuten. Herr Wähler, Sie sind Jahrgang 1931, das heißt, Sie werden im September 83. Für Sie ist es total lässig möglich, 66 Jahre locker zu überblicken. Ist es so, wie Rainer Hank schreibt, dass gerade Schwarz-Rot einen wirklichen Rückschritt macht und in eine Zeit vor 66 Jahren zurückfällt, sich also von einer fortschrittlichen Politik in Richtung Rückwärtsgewandtheit verabschiedet? Kann ich ganz knapp beantworten. Die Regierung reagiert seit einigen Jahren auf die Dilemmata, die durch den Neoliberalismus geschaffen worden sind. Dass man sozusagen diese Legende geglaubt hat, der Markt gestatte es, dass die Konkurrenten aufeinandertreffen, ihren Gewinn machen und am Ende auch noch das Gemeinwohl schaffen, ohne Regelwerk. Aber Menschen können nicht zusammenleben ohne Regelwerk. Infolgedessen ist in einer so kritischen Situation wie nach der Finanzkrise von 2008 die staatliche Intervention gefordert, nicht nur für die Banken, sondern generell. Und es gibt überhaupt keinen mächtigeren Akteur, der diese Regelung vornehmen kann als den Staat. Insofern ist eine völlig konsequente Entwicklung, dass der Staat sich kümmert um Rentenprobleme und um andere Dinge, die da eben von Hank aufgezählt worden sind. Sehe ich keine Alternative. Mietpreisbremse, ein Beispiel, ohne es in extenso diskutieren zu wollen. Mir geht es um das Prinzip hier. Ein Staat sagt, er greift ein, weil er das Gefühl hat, die Entwicklung der Märkte, das haben Sie beschrieben, läuft nicht so, wie es dem Gemeinwohl zuträglich wäre. Menschen bekommen, die zum Beispiel Familien haben, in den Innenstädten keine Wohnungen mehr. Es gab in West-Berlin auch mal eine Mietpreisbindung, die galt für die Altbauten. Wenn man dabei geblieben wäre, damals hat es sich nicht gelohnt, für Vermieter zu investieren, hätten wir jetzt immer noch Außenklo und andere hässliche Vorkommnisse. Ist das der richtige Ansatz, dass man zu heilen versucht mit Eingriffen, die möglicherweise einen Markt kaputt machen?
Das ist nicht notwendig gesagt, dass die staatlichen Eingriffe den Markt kaputt machen. Also wir kommen nun auf das Rentenproblem noch gleich zu sprechen. Das ist ohne staatliche Federführung überhaupt nicht denkbar, dass das geregelt wird. Wir kommen auch noch auf strukturelle Probleme, zum Beispiel die rasante Vermögensverlagerung nach oben, und unten sind 8 Millionen Minijob-Berufstätige. Und all diese Dinge, da muss man abwägen, ob es überlegene Alternativen gibt. Und bei den Punkten, bei denen wir jetzt sind, gibt es keine überlegene Alternative dazu, dass der Staat sich dieser Probleme annimmt. Der unterliegt auch seinen Kontrollen durch Parlament und kritische Öffentlichkeit. Aber es gibt keine wirklich überlegene Alternative. Deshalb bin ich dafür, dass eingegriffen wird mit Mieten. Und war der Staat nicht schon mal einen Schritt weiter unter der Regierung Schröder, als man sich zur Deregulierung entschlossen hat, die den Namen Agenda 2010 trug und die Sie doch ganz richtig fanden? Aber das Dilemma war, dass die rot-grüne Koalition dem Neoliberalismus erlegen ist. Und dass sie in einer merkwürdigen Übereinstimmung mit Blair sozusagen einen eigenen Weg gesucht hat. Und das hat nicht funktioniert. Die Agenda 2010 ist in meinen Augen, das kann man jetzt auch in dem besten Buch darüber von Edgar Wolff lesen, Rot-Grün an der Macht, die größte sozialpolitische Leistung in der neueren deutschen Sozialgeschichte. Es gibt kein Gesetzeswerk, was so drastisch Verbesserungen gebracht hat, obwohl dann ein Gutteil der öffentlichen Meinung sich sozusagen nur an dem Begriff von Hartz IV festgebissen hat. Aber es gibt noch 24 andere Komplexe, die geregelt worden sind. Und kein anderer Akteur hätte diese Regelungen treffen können, es sei denn der Staat. Und das hat Schröder schließlich mit Steinmeier eingesehen, hat es durchgesetzt, obwohl er genau vor Augen hatte, das kostet mich die Kanzlerschaft. Der Mindestlohn, Frau Nahles, ist aber doch jetzt letztlich eine Korrektur der Agenda 2010. Machen Sie also dann einen Fehler? Also erstmal glaube ich, dass die Reformen der Agenda 2010 sehr gut funktioniert haben. Sie haben sich auch bewährt, gerade in der Krise. Und sie zeigen, wenn wir uns das heute angucken, wo in vielen Ländern in Europa ja nachholend jetzt faktisch 10 Jahre später Reformen unter schlechten ökonomischen Bedingungen durchgeführt werden müssen, dass das zur rechten Zeit kam. Aber man hätte schon damals, diese Position habe ich übrigens auch damals vertreten, den Mindestlohn mit einführen müssen. Das war aber nicht mehrheitsfähig. Es war übrigens damals Verdi, die haben da schon wirklich richtig Werbung für gemacht, aber meine Gewerkschaft, ich bin IG Metall-Mitglied und andere, waren immer noch skeptisch, weil es ja tatsächlich ein Eingriff in die Tarifautonomie ist. Das ist unbestritten. Und von daher hätte man es damals machen sollen. Das wäre besser gewesen. Es gab aber noch keine Mehrheiten dafür. Und jetzt machen wir es umso besser. Und wir machen es nicht nur, weil ich der Meinung bin, es ist jetzt nachklappt, sondern wir haben beobachten können, was die Wirkungen sind, wenn man keinen Mindestlohn einführt. Da ist was im Niedriglohnsektor aus dem Lot geraten. Und was wir jetzt hier machen, ob das beim Mindestlohn ist oder ob bei der Mietpreisbremse, bei Frauenquote, das sind alles Punkte, wo wir jahrelang auf Selbstverpflichtung gesetzt haben. Mhm. Ich weiß noch genau, unter der rot-grünen Regierung haben wir gerade bei Frauenbeteiligung in Unternehmen, DAX-Unternehmen und so weiter, immer gesagt, jetzt setzt euch doch mal zusammen, macht doch selber was. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, haben einige den Schuss gehört, die meisten nicht. Es ist nicht genug passiert. Und auch beim Mindestlohn haben wir gesagt, ja, dann macht doch bitte Tarifverträge, macht doch Verabredungen. Viele Branchen haben sich verweigert. Hätte man konsequenter diesen Weg der Selbstverpflichtung beschritten, hätten wir möglicherweise nicht eingreifen müssen. Aber jetzt ist es wirklich auch mal gut. Irgendwann, wenn die Politik beobachtet, dass die Missverhältnisse nehmen immer eher zu, die Fehlentwicklungen nehmen kein Ende, sondern sie nehmen immer mehr zu, dann müssen wir, das ist unser Auftrag, so verstehe ich unsere Aufgabe, dann auch eingreifen. Und genau das machen wir jetzt mit Augenmaß, aber da, wo es notwendig ist. Frau Frank, fanden Sie die Agenda auch so gut? Nein, also die Agenda ist aus meiner Sicht ein großer Fehler gewesen, insbesondere das Einführen der Leiharbeitnehmer fand ich ziemlich unwürdig. Deshalb sind Sie damals aus der SPD ausgetreten. Also ich war ja seit meiner Geburt quasi SPD-Mitglied. Das gibt es noch nicht, aber so was Ähnliches. Also ich war schon als ich laufen konnte, dann bei den Versammlungen dabei, aber es war dann wirklich so,
ich habe mich fremd geschämt dann damals. Also die Einführung dieser Leiharbeiter fand ich einfach unwürdig. Also dass man Menschen verleiht, dass Menschen nicht mehr einen eigenen Arbeitgeber haben, sondern ausgeliehen werden, das ist Menschen zur Verfügungsmasse machen, das war für mich einfach unerträglich. Ja. Also hätten Sie es damals schon richtig gefunden, dass man regulierend eingreift? Ja, also die ganze Deregulierung, die damals gelaufen ist, ging mir viel zu weit. Und ich habe von Anfang an also immer gefordert, dass wir wieder also in die Regulierung kommen. Mir ist es jetzt sehr recht, dass wir jetzt erste Schritte haben, aber das ist mir noch lange nicht genug. Auch gerade vorher unsere Diskussion über die Jugendlichen übrigens. Ich hätte mich gefreut, auch wenn wir diese Ausnahme mit den unter 18-Jährigen wegbekommen hätten. Und zwar deshalb, weil viele junge Leute nur dann ihre Bildungsabschlüsse hinbekommen, weil es die Familie nicht finanzieren kann, wenn die nebenher arbeiten können. Und ich finde eigentlich, dass die deshalb arbeiten, damit sie ihre Ausbildungsziele erreichen können. Und deshalb wäre es mir einfach auch sehr wichtig gewesen, auch das bitte ich Sie einfach noch mal zu überdenken, wenn Sie in 2 Jahren das noch mal angucken wollen. Ich glaube, dass man auch da vielleicht noch mal genau hingucken muss, was da wirklich passiert mit Jugend. Auch Frau Frank, Herr Wanzlehm, will also deutliche Eingriffe des Staates. Herr Wähler, Frau Nahles auch. Sind Sie auch so ein Freund von durchgreifender Regulierung? Also ich bin erstmal ein Fan von der Agenda 2010. Ich glaube, wir säßen heute hier nicht so entspannt und mit so viel Wohlstand, wenn damals nicht wenige Leute so viel Mut gehabt hätten. Ich muss da wirklich auch im Nachhinein immer wieder den Hut vorziehen, bis hin zur Rente mit 67 von Franz Müntefering. Also das muss man schon mal sagen. Das Zweite ist, es ist gar keine Frage, Herr Wähler hat es völlig zu Recht angesprochen, dass die Finanzkrise einen nachdenklich stimmen muss. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ne? Möglicherweise also, auch mehr als das, als nachdenklich stimmen muss. Da ist überhaupt keine Frage. Da ist was aus den Fugen geraten, was wir wieder einsammeln müssen. Was mich ein bisschen besorgt ist, wir haben damals bei der Deregulierung der Finanzmärkte nicht richtig vorhergesehen, welche Katastrophe daraus erwächst. Ich frage mich jetzt gelegentlich, woher wissen wir eigentlich genau die Wirkungen einer möglicherweise Überregulierung? Mhm. Also, sehen Sie die Überregulierung denn? Wo? Ja, da komme ich jetzt drauf. Das Zweite ist, was mich, und ich glaube, da muss Deutschland sehr aufpassen, auch vor dem Hintergrund der Historie. Was mich ein bisschen besorgt ist, dass ständig Regelungen geschafft werden, die auch kontrolliert werden müssen. Also wir fahren den Kontrollapparat hoch, das müssen wir wissen. Und ich finde, vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit, muss man sagen, es hatte ich nur leider eine politische Vergangenheit, ist das ein ganz sensibler Punkt, wo wir sehr sorgfältig mit umgehen müssen. Denn es kann ja auch sein, dass der Überkontrollstaat nachher das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verliert, wenn wir es überziehen. Also da habe ich große, grundlegende Bedenken. Haben Sie die das auch, Herr Wähler? Warum nicht? Also ich muss sagen, es ist der Regierung Obama bis heute noch nicht gelungen, den Bankenmarkt wieder einem Regelwerk zu unterwerfen. Die Lobby ist zu stark. Die Lobby sitzt auch im Kabinett bei Obama. Das sind Leute, die bei Goldman Sachs und so weiter gearbeitet haben und enge Verbindungen haben. Das ist nicht gelungen. Und in Amerika werden schon wieder höhere Boni ausgeschüttet als 2007. Das ist sozusagen skandalös, wie die Lehre aus dieser Krise missachtet wird. Und ich muss nur sagen, Schäuble führt ja einen geradezu verzweifelten Kampf, Regulierung in Deutschland und im europäischen Finanzmarkt einzuführen. Und er kommt da sozusagen millimeterweise voran. So, jetzt ist sicher, was ist die Alternative? Die Akteure selber, die Banken, sind offenbar nicht imstande. Da regiert in meinen Augen, wenn ich das sozusagen als Historiker sehe, die nackte Habgier. Wieder die Boni steigern, wieder Vorzugsaktien ausgeben. Und die sind nicht imstande, sich zusammenzusetzen und ein Regulierungswerk durchzusetzen. Also wer springt in die Lücke? Das kann nur der moderne Staat. Und da kann ich nur sagen, da haben wir in Europa im Augenblick bessere Chancen, als das in Amerika der Fall ist. Aber ist es wünschenswert zu haben, einen Kontrollstaat, einen überregulierten Staat, den Herr Wanzlehm auf sich zukommen lässt? Aber ich denke nicht in so Exzessen. Ich denke daran, dass der Staat sich die Mühe gibt, ein Regulierungswerk durchzusetzen und dann sozusagen die notwendigen Kontrollen, zum Beispiel wie sie jetzt für die Europäische Zentralbank gedacht werden, durchzuführen und das Ganze sozusagen zu versuchen in den Griff zu kriegen. Das ist ungeheuer schwer, weil sie mit Akteuren zu tun haben, hinter denen jeweils Milliarden stehen. Aber es muss versucht werden und meine Frage ist dann immer, wo ist die überlegene Alternative? Wer könnte es denn besser? Wer könnte es besser, Wanzlehm? Also ich glaube, dass wir wahnsinnig aufpassen müssen, jetzt mal Schritt für Schritt zu machen. Fangen wir mal bei der Mietpreisbremse an. Es ist ja schon mal richtig, dass man Neubauten ausgenommen hat.
Sonst würde gar nicht mehr gebaut werden. Aber uns muss einfach klar sein, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage, nichts ist der größere Feind von hohen Mieten als hohe Mieten. Denn hohe Mieten führen einfach, wenn der Staat die Baugenehmigungen schnell rausgibt, zu mehr Wohnungsbau und am Ende zu mehr Wohnungen. Und die brauchen wir dringend. Wir haben allerdings, das muss man dazu sagen, inzwischen in einigen Städten sozusagen eine Überdichte, das einfach nicht mehr da ist. Also München ist ein typisches Beispiel, wo dann einfach die Mieten ins Unermessliche steigen. Dann gibt es nur noch die Alternative, entweder an den Stadtrand zu ziehen oder in eine andere Stadt. Das muss man sehen, das kriegt man mit keiner Mietpreisbremse hin. Und Sie also sehen da keine andere Alternative, Herr Wähler, also, überlegt ja, also, wo ist die Alternative die zu einem eingreifenden Staat? Ja, also ich würde mir dann Mietpreisbremse halte ich für ein ganz schwieriges Thema. Mindestlohn haben wir inzwischen darüber diskutiert. Finanzmarktregulierung. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Schritt-für-Schritt-Politik. Die Politik ist da weiter, im Übrigen auch die Amerikaner, als sie das als Historiker einschätzen. Also der Wirtschaftswissenschaftler sieht schon, wie die da ganz schön zulangen, auch in Amerika. Und worauf wir uns einstellen werden müssen, ist, dass Kredite nicht mehr so einfach vergeben werden. Wir haben im Moment die Situation, dass das billige Geld die Wirkungen nicht so deutlich machen lässt. Wenn aber das billige Geld hoffentlich bald mal vorbei ist, das ist ja nicht in Ordnung, dass wir so niedrige Zinsen haben, dann werden wir erleben, dass Kredite viel teurer werden. Und ich glaube zum Beispiel, wir haben gerade heute auch mit SPD-Politikern darüber gesprochen, dass wir eine flankierende Steuerpolitik brauchen, damit Unternehmen anstelle von Krediten aufzunehmen, mehr Liquidität, mehr Geld in ihren Kassen haben, damit sie dann selbst Investitionen stemmen können. So können wir Schritt für Schritt agieren und müssen auch klug wissen, wir wollen zum Beispiel bei der Finanzmarktregulierung eine rigidere Kreditvergabe, weniger Spekulation, bin ich völlig bei Ihnen, aber wir wollen auch Investitionen der Realwirtschaft, also muss die wenigstens investieren können, also brauchen wir dafür zum Beispiel steuerliche Regelungen, damit die Unternehmen dazu in der Lage sind. Ich glaube, dass wir da sehr klug und reflektiert vorgehen müssen und leider lässt dafür im Moment der Koalitionsvertrag keinen Spielraum, deswegen ist sehr unser Werben, wenn wir diese Themen ernst nehmen, dass wir hier die Politik öffnen müssen, um solche Prozesse auch verantwortlich zu gestalten. Klingt für Sie Schritt für Schritt nach, wir wollen lieber gar nichts tun? Ich kann verstehen, dass man nicht mehr Bürokratie will. Wer will das schon? Aber gerechte Löhne durchzusetzen, das ist doch keine Frage der Bürokratie, sondern das ist etwas, was ich als erste staatliche Aufgabe ansehen, wenn es die Tarifparteien alleine nicht schaffen. Von daher ist es zumindest an dem Punkt nicht aus meiner Sicht richtig. Zweitens, lange Debatte, schaffen wir eine Geschlechterparität ohne Quoten? Ja, das wäre doch eigentlich allen lieber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da immer mich genervt gefühlt, wenn man dann so in eine Versammlung kommt, da Quotenfrau oder so, da wurde man dann immer hämisch angemacht. Tatsache ist, erst seitdem wir in den Parteien Quoten verankert haben, haben es auch wir, die politische, eben die Parteien geschafft, einen ausreichenden Anteil von Frauen durchzusetzen. Und offensichtlich geht es in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch nicht anders. Das ist im Grunde die Frauenquote. Ich bin da völlig hin und her bewegt. Ich finde es richtig. Ich finde es richtig. Das ist ein großer Verdienst, dass das Thema einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich sehe das auch bei mir. Auch wenn ich Vater von drei Söhnen bin, da denke ich manchmal, hoffentlich kommen die dann auch mal zurecht. Aber ich finde es richtig, dass dieses Thema... Sie haben Angst um Ihre Söhne, ja, wenn Frauen einen spitzenmäßigen Job haben? Dann denkt man sich gelegentlich, hoffentlich kommen die auch mal zurecht. Ich habe noch aber eine Tochter. Jetzt mal Scherz beiseite. Ich finde es richtig, dass das ein Thema ist. Ich merke bei mir... Aber Sie finden nicht richtig, dass die Quote gesetzt wird? Ich finde es richtig, dass wir da stärker drauf achten. Nee. Ich finde es falsch. Um die Frage zu beantworten, dass wir hier schon wieder klare Vorgaben machen, weil es funktioniert nicht. Weil der Einzelfall eben der Einzelfall ist. Wir haben Unternehmen, wo 20% der Beschäftigten Frauen sind. Wir haben technische Unternehmen, wo leider, betone leider, weniger Frauen sind, klassischerweise. Die Gewerkschaften sehen ja selbst, dass es nicht immer ganz einfach ist, die Aufsichtsräte auch richtig zu besetzen. Ich glaube, dass wir
dass wir das Thema inzwischen so hochgebracht haben, dass sich kein Unternehmen, im Übrigen auch keine Organisation mehr, keine Partei mehr, kein Verband mehr leisten kann, das Thema einfach zu ignorieren und zu sagen, uns ist das egal, sondern es ist einfach ein Thema, es ist da inzwischen. Also Herr Wanzlitz, die Macho-Zirkel in den Unternehmen haben es bis heute glänzend verstanden, Frauen fernzuhalten. Wenn ein neuer gebraucht wurde, dann hieß es, ich denke, seit dem Abitur. Ich habe mit ihm studiert, wir haben zusammen Praxis gemacht, wir waren zusammen Harvard Business School. Ich habe mich mal vergleichend damit beschäftigt, okay, mit Skandinavien, England, Frankreich, Holland. Was kommt raus? Und zwar von ganz unterschiedlichen Ökonomen und Soziologen. Die Frauen sind kommunikativer in den Vorständen. Sie brechen sozusagen Blockaden, die Männer sich leicht schaffen, auf. Sie sind bereit, mit ihrer weiblichen List innovative Vorschläge zu machen, um voranzukommen. Und. Und am Schluss, da kommt der eigentliche Knüller. Wenn Frauen die Unternehmen leiten oder den Vorstand dominieren, wächst die Rendite der Unternehmen. Und das ist für jede kapitalistische Gesellschaft ein durchschlagkräftiges Argument. Die beste Bankerin in Schweden ist eine relativ junge Frau, hat die Bank, die sie übernommen hat, so nach vorn gebracht, dass man das nur bewundern kann. Noch besser der Fall in Norwegen. Da ist eine junge Frau aus Serbien als Kind eingewandert, hat erst Norwegisch gelernt, dann Englisch, kontrolliert jetzt das Offshore-Oil-Land, ist heute in Singapur, morgen in New York und ist sozusagen die anerkannt beste Unternehmerin. Ja. Und das ist ganz genauso in Deutschland. Sie müssen nur den Frauen, die jetzt in der zweiten Reihe sitzen, die Chance geben, dass sie bei 20, 30, 40% endlich aufrücken können. Und das geht nur mit einer gesetzlichen Regelung. Also nicht nur mit Reden, aber ins Leben. Also, denn in der Tat, lassen Sie das Argument denn gelten, was Frau Nahles eben auch schon gesagt hat, die Unternehmen hatten ja Zeit genug, sich selbst zu verpflichten und selbst dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in die Vorstände und Aufsichtsräte kommen. Sind sie aber nicht aus irgendeinem Grund, doch wohl nicht nur, ja, weil also dieser Grund überhaupt ist sicherlich, nie jemanden gab. Also, sag ich mal, dieser Grund ist vielfältiger als das, was jetzt hier so angesprochen worden ist. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir ein wichtiges Thema nicht hier so verramschen kommunikativ. Dafür ist das wirklich zu wichtig. Und Frauen, ja, da hat er völlig recht, bringen auch einen zu guten Beitrag, als dass wir jetzt so oberflächlich damit umgehen. Warum Frauen wo sind, hat auch unterschiedliche Gründe. Wir haben junge Frauen bei uns im DHK mal hingesetzt und haben gesagt, was halten wir eigentlich von der Frauenquote? Dann sind die hingegangen und haben sich mal angeguckt, wie ist eigentlich das Durchschnittsalter in den Aufsichtsräten. Und wie war eigentlich die Studienquote von Frauen, als diejenigen, die das Durchschnittsalter jetzt haben, damals jung waren und studiert haben? Und dann haben die festgestellt, dass das ziemlich identisch ist. Das heißt also, wenn das heute meinetwegen 20% sind, dann war das damals, als diejenigen, die da oben jetzt sitzen in den Aufsichtsräten, genau die 20% Akademikerquote für Frauen. Und wenn Sie das hochschreiben, und wir haben heute eine Akademikerquote von 56% bei den Frauen, dann wissen Sie, wo die Entwicklung hingeht, im Übrigen ohne jede Frauenquote. Und wenn Sie sich angucken, ich sehe ja nun ständig Bewerbungen, auch das, sagen wir mal, gelegentlich kann man ja nicht aus seiner Haut raus, dass man eben drei Söhne hat, wenn man sich die Bewerbungen anguckt, es sind Frauen, die super Bewerbungen haben, häufig die besseren Bewerbungen haben. Und die fragen auch, welche Chance habe ich bei Ihnen, sonst komme ich nicht zu Ihnen. Das heißt, wir haben gar keine Chance mehr, sowohl Unternehmen wie Verbände, darüber kann ich gut reden, um dieses Thema offensiv anzugeben. Ich halte es für falsch, schon wieder Vorschriften zu machen. Wir regeln, und das ist meine grundsätzliche Anmerkung, wir werden nicht eine bessere Welt schaffen, indem wir gesetzliche Ansprüche formulieren und dann nur noch mit Anwälten aufeinander draufknallen, ist mein Anspruch erfüllt worden oder nicht. Das ist die schlechtere Welt. Und das ist im Übrigen die Welt, wenn Sie Amerika erwähnt haben, die in Amerika leider zunehmend Platz greift. Und das ist das große Problem in Amerika. Ich kann davor nur warnen. Ja, also in Amerika finden Sie glänzende Frauen, die General Motors, genau, und andere Betriebe leiten. Genau. Und die nehmen es mit jedem Mann auf. Genau. Und ohne den latenten Druck, die Frauen hoch zu befördern, werden sie nicht dahin kommen. Herr Wanzleben, ich mache fast jeden Tag andere Erfahrungen. Es werden ja ständig irgendwelche Gremien besetzt. Und die Frauenministerin Manuela Schwesig kommt fast jede Woche in die Ministerrunde und stellt fest, ganz komisch, es ist auch überparteilich offensichtlich ein Problem, dass wieder einmal nur Männer
Männer vorgeschlagen worden sind. Dann stellen wir gemeinsam fest, ja, was sind das für Mechaniken, die da greifen? Und das ist nicht oberflächlich, was wir diskutieren, sondern ich glaube, dass Sie recht haben. Es wird dadurch, dass wir seit Jahren jetzt gut ausgebildete Frauen haben, mehr Angebote geben. Das ist richtig. Ich glaube, die sind auch ein Stück selbstbewusster als vielleicht, was das Einfordern auch von Chancen angeht. Aber ich habe selber in einem Männerbereich, in den Politik ist nun mal auch ein Männerbereich immer noch. Ich bin Mitglied in der IG Metall, wo die Frauen jetzt in der Belegschaft auch in der Minderzahl sind. Und ich sage Ihnen, wenn es dann um informelle Kreise, um Absprachezirkel geht, wer wem einen Tipp gibt und wer hilfreich ist, da war ich meistens draußen. Und es geht eben nicht immer alles nur nach einer guten Bewerbungsmappe und nach objektiven Sachen, sondern es greifen ganz andere Mechanismen. Und wenn die nicht seit Jahrzehnten so greifen würden, obwohl wir seit mehr als 10 Jahren über diese Probleme ja nun offen reden, ja, dann muss man sich doch fragen, wenn es nicht von selber klappt, warum dann nicht? Ja, dann muss man sich überlegen, wie können wir das anders regeln? Wir haben jetzt einen sehr vernünftigen Vorschlag von Manuela Schwesig und Heiko Maas auf dem Tisch, die sagen, für die großen Unternehmen machen wir eine feste Quote, die können das auch managen, die haben auch genügend Möglichkeiten, und dann machen wir für die Ebene darunter eine Flexi-Quote, wo das eben auch nochmal angepasst ist auf die jeweilige Situation. Das finde ich erstmal einen grundsätzlich richtigen Weg. Und wenn wir uns in einigen Jahren wieder treffen und sagen, die Quote ist überflüssig geworden, dann sind wir ja wahrscheinlich einer Meinung, wunderbar, dann schaffen wir sie wieder ab. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir in den nächsten 10 Jahren an den Punkt kommen. Ja, aber darf ich nur bei Frau Frank, ich will Frau Frank mal reinziehen. Haben Sie zu welche Töchter, Frau Frank? Ich habe eine Tochter, ja. Dann können Sie anders argumentieren als Herr Wanz, der immer nur seine Söhne vor Augen hat. Ich bin keine Quote Frau. Ich war immer besser als die Männer, ja. Ich muss nur mal ganz deutlich sagen. Aber es ist schon so, dass ich glaube, ich habe da meine eigene Theorie, ich glaube, dass die Entscheidungen über solche Führungspositionen ja überwiegend von Männern getroffen werden. Und da zählt psychologisch gesehen einfach das Ähnlichkeitsprinzip, ja. Die fühlen sich da einfach mehr auf derselben Linie, ja. Und können häufig mit Frauen, wirklich mit, auch mit der Frauenwelt, gar nichts anfangen. Und ich finde das völlig, ich würde jetzt sagen, gaga, weil ich finde eigentlich, die Frauen brauchen ja wohl nicht extra anfangen, sich auch zu vernetzen und da ihre Zirkel zu bilden, um da endlich mal in diese Führungspositionen vorzustoßen. Wir Frauen haben auch was zu bieten. Ja? Ja, nehmen Sie das bitte an. Wir haben die Frauenquote diskutiert, weil sie ein Beispiel ist dafür, wo der Staat eingreift, weil er das Gefühl hat oder die Analysen das sagen, dass sich ansonsten nichts zum Positiven in Richtung Gemeinwohlorientierung ändern würden. Da, bei dem Punkt sind wir jetzt. Wir nehmen einen weiteren Eingriff, den wir uns genauer anschauen, mit dem Andrea Nahles, die ein Riesenwerk zu verbringen hat, auch beschäftigt ist. Ist Frau Nahles, die Rente mit 63 und die anderen in Reden stehenden Gesetzesvorhaben, die morgen in erster Lesung im Bundestag schon diskutiert werden, ist das ein Rückfall in vormünteferigen Zeiten und ein übermäßiger Eingriff in Wir haben in eine Entwicklung, die vielleicht in ein demografisch anders abgesichert war. Wir nehmen ja die Rentenreform der letzten Jahre nicht zurück. Die waren ja notwendig. Wir haben ja hier auch sehr schmerzhafte Dämpfungsfaktoren eingeführt, die das Rentenniveau ja auch absenken. Und wir haben durch diese Maßnahmen die Beitragsstabilität gesichert. Wir haben die niedrigsten Beiträge seit 15 Jahren, das bleibt auch so. Und aus meiner Sicht geht es jetzt darum, Gerechtigkeitslücken zu schließen. Und eine der Gerechtigkeitslücken, die viel empfunden war, war eben die Mütterrente. Die ist übrigens bei weitem der kostspieligste Teil dieser ganzen Reform. Ich möchte das noch mal ganz klar sagen. Ich finde sie richtig. Das liegt nämlich daran, dass er kostspielig ist, weil wir 9,5 Millionen, vor allem Frauen, eine Anerkennung geben für die Leistung, die sie erbracht hat, auch wenn sie nicht berufstätig waren. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Das war eine Frauengeneration, gerade in Westdeutschland. Die haben die Kinder großgezogen und die haben ja durch diese Kinder auch einen Beitrag zur Generation, einen Vertrag gemacht. Das ist ja eine Leistung, die sie für unser Land erbracht haben. Auch im Sinne der Generationengerechtigkeit. Und von daher finde ich erstmal diese Sache angemessen. Die haben sich das verdient. Und bei der Rente 63, ja, das ist einfach ein Punkt. Natürlich,
Was, natürlich, wenn eine Frau 28 Euro, das sind kleine Beträge für die einzelne Frau. Es ist keine große Summe pro Kind. Aber weil es ja 9,5 Millionen sind, viele Millionen Menschen zahlen ein, viele Millionen Menschen profitieren davon. Das ist aber auch finanzierbar. Das ganze Rentenpaket, was wir jetzt vorstellen, das sind 3,6% der gesamten Rentenausgaben, die wir im Jahr machen. Und das ist eben aus meiner Sicht vertretbar, weil wir auch die Beitragsstabilität sichern, weil wir das solide durchfinanziert haben. Was die Rente 63 angeht, geht es noch mal anders. Diese Mütterrente, da wurden nie Beiträge für bezahlt, muss man sagen. Aber bei denjenigen, die 45 Jahre gearbeitet haben, die haben 45 Jahre Sozialbeiträge gezahlt. Die haben dieses System überhaupt ermöglicht und stabilisiert. Und die haben nach 45 Jahren auch jetzt nicht früher die Chance, die Möglichkeit auszusteigen. Bereits heute kann man mit 63 in Rente gehen. Was aber bisher... Nimmt aber Abschläge in Kauf. Aber massive Abschläge werden dann fällig. Und das haben die, die wirklich nach der Schule direkt in den Job gegangen sind, 45 Jahre durchgehalten haben. Die haben das Gefühl, das ist wirklich eine Bestrafung am Ende, dass sie diese Abschläge hinnehmen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ungerecht, das nehmen wir weg. Allerdings, weil wir wissen, wir haben eine demografische Entwicklung, haben wir gesagt, wir werden auch... weil wir ja an der Rente mit 67 auch nicht grundsätzlich rütteln, das langsam wieder aufwachsen lassen. Bis 2029 wird das dann wieder 65 Jahre sein, dass man praktisch eine Generation, die wirklich gerackert hat, jetzt ein Stück weit auch ihre Leistung anerkennt. Das wächst dann langsam wieder auf 65 auf. Ich finde das insgesamt abgewogen und berechtigt. Das wurde im Koalitionsvertrag lange diskutiert. Mhm. Da kann niemand überrascht gewesen sein, dass wir das jetzt machen, weil es letztendlich im Detail bis hin zu den Summen, um die es da geht, diskutiert wurde. Und ich erwarte jetzt einfach auch, dass an dem Punkt beides, das ganze Paket, die Mütterrente genauso wie die Rente 63, die Verbesserung für die Erwerbsminderungsrente, das Reha-Budget, das wir verbessern, jetzt auch eine Mehrheit findet. Ich bin auch sicher, dass das passiert. Herr Wähler, Sie melden sich schon selber. Sie waren sehr lange Hochschullehrer, dann macht man das so. Finden Sie es auch einen Beitrag, einen weiteren Eingriff, der für mehr Gerechtigkeit sorgt? Oder finden Sie es trotzdem falsch? Nein, ich finde es erstens eine krasse Fehlentscheidung, die grandiose Leistung von Müntefering beiseite zu schieben, nachdem ihm das gelungen war, endlich das Gewicht der demografischen Faktoren zur Geltung zu bringen. Und insofern war 67 eine völlig richtige Entscheidung. Die wird sozusagen durch dieses Paket in Frage gestellt. Zweitens geht es darum, dass die Kosten werden jetzt geschätzt auf 160 Milliarden. Es gibt Leute im Max-Planck-Institut für Sozialpolitik, die sagen, unter 240 Milliarden ist das ohnehin nicht zu stemmen. Also jedenfalls geht es um hohe Summen. Und wie werden die zuerst beschafft? Indem man die Rentenüberschüsse plündert. Denn die Rentenüberschüsse, die jetzt genommen werden, da haben Millionen Beamte und Selbstständige keinen Cent reingezahlt. Aber die Beitragszahler, die müssen jetzt sozusagen diese ganzen Finanzierungen übernehmen. Genau. Und drittens ist mein Bedenken, dass in der SPD ja immer noch die Aversion gegen die Agenda 2010 rumort und dass man auf diese Weise sozusagen die Agenda 2010 noch mal ein bisschen zurückschneiden kann. Ist es, Frau Nades, ist jetzt eine fiese Frage, die späte Rache an Franz Müntefering? Quatsch. Also ganz im Ernst, ich finde diese Argumente nicht stichhaltig. Zum einen, man kann immer bei der Rente mit Horrorzahlen hantieren. Wenn man das hochrechnet auf 30 Jahre. Herr Wähler, Entschuldigung, wir geben jedes Jahr 255 Millionen für die Rente aus. Sorry, danke, Frau Minister. Franz-Leben. Sorry. Ich bin auch schon etwas. Das wäre schön. 255 Milliarden. 255 Milliarden. Und jedes Jahr. Und die Rente mit 63 sind 0,7% dieser Summe. So viel Sie da hochrechnen, das sind dann immer Riesensummen. Aber das ist die Wahrheit. Die Frage ist, wie viel von was? Und die Herr Wählers Punkt war aber, es zahlen dann die Falschen. Es zahlen die Beitragszahler, die für Mütter oder andere, oder auch Väter, die gar nicht eingezahlt haben. Also zunächst mal diejenigen, die die Rente abschlagfrei mit 63 in Anspruch nehmen, die haben alle 45 Jahre Beiträge gezahlt. Mhm. Das ist ein Vorwurf, ist für diese, bei der Mütterrente ist es anders. Weswegen die auch eine Väterrente ist im Übrigen. Stimmt, das sind sicher auch Väter dabei, ganz klar. Es ist aber auf jeden Fall so, dass diese
Da gibt es meiner Meinung nach einen berechtigten Hinweis darauf, dass die steuerliche Finanzierung in der Sache durchaus logisch gewesen wäre. Mhm. Wir haben sie auch ab 2019 teilweise eingeführt. Aber erst, wenn die Kasse leer ist. Wenn die Kasse leer ist. Richtig. Das ist richtig. Das kann man kritisieren. Aber aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es so eine breite Akzeptanz dafür gibt, dass diese Menschen genauso eine Leistung erbracht haben, nämlich indem sie Kinder großgezogen haben, die heute arbeiten und Beiträge zahlen, dann ist es aus meiner Sicht eine Frage, die jetzt rechtfertigbar ist. Und so haben wir das auch begründet. Wir haben gesagt, mittelfristig muss es einen höheren Steueranteil geben, auch um diese zusätzlichen Kosten für die Mütterrente zu finanzieren. Aber wir haben jetzt eine gute Situation in der Rentenversicherung. Und diese Frauen haben auch mit der Erziehung der Kinder einen Beitrag zur Stabilisierung auch der beitragsfinanzierten Rente geleistet. Das ist eine Situation, die wir insoweit begründen können. Und von daher bin ich der Auffassung, dass man jetzt nicht übertreiben sollte, auch in der Kritik, Herr Wähler. Bei aller Sympathie für Müntefering, Rente 67, was machen wir jetzt? Das hebeln wir nicht aus. Wir haben eine Gerechtigkeitslücke erkannt, dass eben Abschläge fällig werden, die sich übrigens über das gesamte Rentenleben dann hinziehen. Und da greifen wir ein. Wir nehmen weder die Reform der letzten Jahre zurück, noch sind wir ignorant gegenüber der Demografie. Nur eins will ich auch sagen. 14,6% der 64-Jährigen arbeiten noch. Es wird jetzt so getan, als würden wir eine Situation vorfinden in Deutschland, wo ältere Arbeitnehmer groß, beste und tollste Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt. In Wahrheit sind viele der älteren Arbeitnehmer immer noch benachteiligt. Wir haben jetzt wieder die letzten Arbeitsmarktzahlen, habe ich gestern kommentiert, zeigen wieder, dass gerade Ältere wieder verstärkt Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt. Und auf der anderen Seite haben wir, wir haben zu wenig Chancen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Ältere, die nach 45 Jahren kaputt sind. Und dazwischen, die müssen wir nicht gegeneinander ausspielen, die beiden Gruppen, sondern für beide müssen wir ein vernünftiges Angebot machen. Dazu bin ich in jedem Falle bereit. Und zwar auf der Basis der Reform, auch Franz Müntefering und all seinen Vorgängern wie Walter Riester, der ja auch wesentliche Rentenreformen auf den Weg gebracht hat. War das bitter nötig, Frau Frank, hier gegenzusteuern und denjenigen, die ewig lang 45 Jahre und mehr gearbeitet haben, was zu geben? Also es war bitter nötig. Also ich weiß jetzt aus der Praxis, dass sehr, sehr viele nicht mehr aus dem Arbeitsleben in die Rente gehen, sondern da liegen Zeiten dazwischen, Krankheitszeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit, weil die einfach nicht mehr können. Also wenn wir anfangen, mal die einzelnen Berufsgruppen zu unterscheiden, Hochtiefbau-Dachdecker, all diese Personengruppen, das muss man ja ansehen, wenn da ein Dachdecker mit 65 noch auf dem Dach rumhopst, das kann nicht gut gehen. Also das muss man einfach sehen, der hat einfach in seinem ganzen Leben. Was ist mit den Beschäftigten im Einzelhandel? Können die dann noch Regale unten einräumen, wenn sie 62, 61, 63 sind? Auch da ist so, dass die das nicht mehr können. Ja, das muss man einfach sehen. Auch da, da ist der Verschleiß einfach sehr hoch. Also der Durchschnitt, da gibt es ja Untersuchungen dazu, durchschnittlich gehen die im Einzelhandel so mit 61 also hören die auf, aus dem aktiven Arbeitsleben. Und da gibt es dann immer eine Zeit dazwischen. Viele sind verheiratet und hören dann einfach auf, ja, machen dann gar nichts, versuchen eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, weil sie nicht mehr können. Und hätte das nicht gereicht, dass man eine Erwerbsminderungsrente anbietet, muss man noch eine Rente mit 63? Ich darf das ja sagen, war früher bei der Rentenversicherung beschäftigt. Wenn man mit dem Kopf unterm Arm daherkommt, dann hat man vielleicht eine Chance auf eine Erwerbsminderungsrente. Da gäbe es auch ganz viel noch zu tun, gerade für die Berufsgruppen, die ihr Leben lang geschuftet haben und letztlich ihren Körper auch ziemlich kaputt gemacht haben. Ja, aber was hier durcheinander geht, ist, Frau Frank, das alles beantwortet nicht die Rente mit 63. Allenfalls in Ausnahmen. Ihr
Punkt ist es, dass niemand die Erwerbsminderungsrente bekommt. Die Rente, ich meine, das ist alles hier irgendwie völlig krude. Zwei Frauen vertreiben die Rente mit 63, dabei ist es ein Männerbegünstigungsgesetz. Muss aber mal beim Namen nennen. Wieso das denn? Wir beiden sind dagegen und zwei Frauen sind dafür. 87% der Männer, derjenigen, die davon begünstigt sind, sind Männer. Also ich meine, Entschuldigung, das ist ein Männerbegünstigungsgesetz und es fällt einfach von alles. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wir haben doch einen Augenblick. 63. Wir reden davon, dass Leute mit 63 Rente geben. Genau. Und die müssen 45 Jahre bezahlt haben. Ja. Und die Begünstigten sind über 80% Männer und nicht Frauen. Das ist doch klar. Das heißt also, die Frauen gucken hier in die Röhre, sage ich als Mann, und die Männer streichen ein und gehen. Und das Zweite ist, machen die wir das? Wir verschärfen den Fachkräftemangel. Eines unserer großen Probleme in Deutschland. Und das Dritte ist, ich glaube, wenn wir eine Riesenherausforderung haben, dann ist es die konstruktive Bewältigung des demografischen Wandels. Und wir diskutieren hier über die Frühverrentung, anstatt über die Kultur des langen Lebens, über die Kultur des Fitseins, gucken Sie sich Herrn Wähler an, und über die Kultur auch des langen Arbeitens. Ich fände die ist Diskussion das nicht Ihr Job, wäre Herr viel, viel ist wichtiger. Ist das nicht der Job der Arbeitgeber, dass Sie dem entgegenarbeiten, also dass ein Fachkräftemangel entsteht daraus, dass Menschen demotiviert werden beispielsweise? Gut, aber jetzt muss ich mal sagen, also erstens, wir sind jetzt für jedes Kind, was nicht geboren ist, verantwortlich, diese Arbeitgeber. Nee, aber die Politik auch nicht für jedes Kind. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das habe ich einmal zurückgespielt an Sie. Einmal zurückgespielt an Sie, warum tun Sie nichts dafür? Es gibt einfach dem Menschen innewohnende Wunsch nach Sorglosigkeit und nach, sagen wir mal, das ist einfach so, geht mir auch so. Aber Herr Wahnsinn, Moment, halt, ich unterbreche. Wenn Sie die Rente mit 63 anbieten. Fachkräftemangel ist auch Ihr Versäumnis. Nein. Doch? Nein. Natürlich. Nein. Sie haben gerade gesagt, die Menschen verstehen nicht, dass es auch schön sein kann zu arbeiten. Nein. Dann muss ein Arbeitgeber Sie auch entsprechend motivieren. Das ist Ihr Teil daran. Also, sagen Sie dazu kurz was? Jetzt, ja, sofort. Jetzt. Nee, jetzt. Ja, jetzt. Na bitte. Wir haben einen schwierigen Prozess vor uns, zugestanden, einen schwierigen Prozess vor uns, wie wir das Arbeitsleben gestalten als Unternehmen, genauso wie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit langes Arbeiten möglich ist. Was wir aber jetzt machen ist, Frau Nahles, wir sehen Schwierigkeiten, gar keine Frage. Und was machen wir? Lassen wir besser weg und gehen wieder früher in die Rente. Und das halte ich für die absolut falsche Antwort. Früher in die Rente. Und Sie haben leider das finanzielle... Antwort? Nein, darauf Entschuldigung. Frau Nahles antworten. Okay. Herr Wanzleben, niemand kann sich selbst früh verrenten. Es ist ein Arbeitgeber, der eine, 63 Rente, der ist doch eine, 67 ziemlich früh. Wir haben, falls Sie es noch nicht gemerkt haben, sollten derzeit, ohne dass das Gesetz, was ich jetzt auf den Weg gebracht habe, ein Renteneintrittsalter von 63 Jahren. Daran haben wir überhaupt nichts geändert. Ja, aber und, Entschuldigung. Und, und wenn sich Menschen, die 45 Jahre und länger auf dem Buckel haben, entscheiden, früher rauszugehen, dann ist es in Deutschland die meiste Zeit so, dass die nicht keinen Spaß mehr an der Arbeit haben, sondern dass sie einfach ihren Saft gegeben haben. Und Nahles, das ist einfach ein Fakt. Sie wissen einfach, dass es nicht stimmt. Jetzt noch mal. Es braucht immer einen Arbeitgeber, Entschuldigung, es braucht einen Arbeitgeber, der ein früheres Ausscheiden als 63 durch Abfindungen oder andere Regelungen ermöglicht für den Einzelnen. Das heißt, Sie sagen, das wurde teilweise in den Bildern, eben die liegen da auf der Sonnenbank. Die Wahrheit ist, mit Verlaub, die Arbeitnehmer mit 61, die in Arbeitslosigkeit gehen, kriegen nur 67% des Gehalts, nur 80% der Rentenbeiträge, müssen mit Sperrfristen rechnen und allem. Uninteressant, es sei denn, ein Arbeitgeber packt jetzt eine Abfindung drauf, die diese Nachteile kompensiert. Davon habe ich gar nicht gesprochen. Ich habe von der Rente mit 63 gesprochen. Sorry. Ja, Entschuldigung, das ist Ihre Verantwortung. Die Rente mit 63 hat mit der Verantwortung der Arbeitgeber nichts zu tun. Aha. Das ist Ihre Verantwortung, denn Sie sind diejenige, die jetzt dieses Ding stolz darauf ist, dieses Gesetz durchzubringen. Ja. Sorry. Sie setzen dieses Ding in die Welt. Sie setzen das Ding in die Welt. Es gibt heute schon die Möglichkeit, mit 65 aufzuhören, mit Abschlägen. Ja,
mit den Abschlägen ist okay. Aber was Sie jetzt machen, ist, Sie sagen jetzt keine Abschläge, genau, und damit begünstigen Sie den Ausstieg und Sie machen das Gegenteil dessen, was Ihre Tochter in 20 Jahren von Ihnen erwarten wird, dass Sie es getan haben werden. Glauben Sie es mir? Also ich bin Sie fallen sicher, da in eine riesen Glaubwürdigkeit. Ich habe meine Tochter ist 3 Jahre alt. Ich habe mit ihr noch keine längeren Gespräche über die Rente 63 geführt. Ich gebe es zu. Aber eine Sache will ich Ihnen denn schon sagen. Wenn nicht die Arbeitgeber, und da bin ich bereit, sind jetzt in intensiven Gesprächen auch mit der CDU/CSU, den Handschlag machen, dann kann die Regelung mit 63 nicht ausgenutzt werden. Und Handschlag heißt für mich, das können übrigens nur Großunternehmen, dass Abfindungen noch oben drauf kommen. Nee, aber mit 63 kann jeder gehen ohne Arbeitgeber, sorry. Ja, richtig. Ja, aber das meine ich doch die ganze Zeit. Sie reden doch jetzt von einem Thema, wovon ich gar nicht gesprochen habe. Wir haben... Die Neuregelung besagt, dass man abschlagsfrei dann geht. Natürlich, die Mehrzahl der Leute geht doch heute mit. Hat mit dem Arbeitgeber nichts zu tun. Es wird doch jetzt hier so getan von der Wandsleben, als ob plötzlich, es ist die Wahrheit, dass heute schon sehr viele Menschen, die meisten, nicht länger arbeiten als 63. Und jetzt geben Sie einen Anreiz, damit wir das Problem nicht lösen. Nein, ich gebe keinen Anreiz, ich schaffe eine Ungerechtigkeit ab, dass diese Leute mit Abschlägen bestraft werden. Das ist ein riesen Unterschied. Sorry. Und alles. Zum Ende. Macht das eigentlich noch Spaß, dass Sie permanent für die Fragen angepfiffen werden, die unfassbar viel Arbeit ja in Ihrem Ministerium verursachen und die Sie doch versuchen, auf den Weg zu bringen? Mir macht meine Arbeit, seitdem ich Arbeitsministerin bin, jeden Tag Spaß. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mich gefreut habe. In der Tat, auch wenn wir darüber gestritten haben, meine Damen und Herren, das ist ja hochinteressant, diese Themen sind die Bevölkerung zu mehr als 80% genau richtig findet. Da steht, aber fragen Sie die Bevölkerung mal, ob sie bereit sind, wer davon bezahlen soll. Ich glaube, dass Ihnen das dreht klar sich die Umfrage, ist. Dann dreht sich die Antwort ganz schnell um. Das, so haben Sie nicht gewettet, die Umfragen gibt es auch. Ja, nee, die Umfragen es gibt ein Riesenproblem. Frau Nahles hat erwähnt, die gesetzlichen Maßnahmen, die zu einem ständigen Absenken der Rente führen werden. In kurzer Zeit sind wir bei 43%. Dann ist das goldene Zeitalter der deutschen Rentner völlig vorbei. Und dann beginnt eine fantastische Altersarmut. Und dafür muss man sich vorbereiten und dann auch noch etwas übrig lassen für die jüngere Generation unserer Kinder. Alles missachtet. Auch ein großes Thema, das wir aber in einer anderen Sendung diskutieren werden. Nächsten Mittwoch sind wir wieder dran. Das muss ich schon sagen. Wer hat denn diese jungen Leute nicht ausgebildet? Der Vorwurf geht jetzt völlig. Sie weiß, dass dieser Vorwurf völlig daneben geht. Gut, lassen Sie ausreden. Sonst wissen wir ja gar nicht, was Sie meinen. Darf ich Ihnen was? Die Anzahl der ausreden lassen. Die Anzahl der Ausbildungsbetriebe ist wieder gesunken. Sie wissen warum, Frau Nahles? Das liegt nicht an Ihnen. Sie wissen warum? Ich behaupte, dass Sie sich aktiv bemühen. Ich habe gute Erfahrungen da gemacht. Ja. Aber Sie können genauso, Sie wissen doch genau, Herr Wandsleben, wie ich, dass gerade die Schwächeren, die Schwierigkeiten hatten, wo es viel mehr Mühe machte, die auch mitzunehmen, verdrängt wurden. Teilweise auch bei der dualen Ausbildung von Abiturienten, Realschülern. Und gerade in den Jahren 2000 bis 2010 haben wir zu viele junge Leute verloren. Und es wurden zu wenige Ausbildungsplätze für Schwächere auch angeboten. Und wir haben auch zu viele Warteschleifen gehabt. Das aber ist Sie wissen, eine gemeinsame Problematik für Schwächere nicht haben besetzen können, das wissen Sie. Das hat mit dem Mindestlohn überhaupt nichts zu tun. Von daher halte ich das wirklich für herbeigeredet, diese Sie machen Dramatik, es jetzt schwerer. Nochmal, also, das ist jetzt ein Riesenfass, das können wir nicht aufmachen. Genau. Aber ich will doch noch mal deutlich sagen, wir können die Ausbildungsplätze, die wir für Schwächere anbieten, nicht besetzen. Sie bleiben leer. Und die Betriebe bilden weniger aus, weil einfach weniger Jugendliche da sind. Das ist die Wahrheit und nicht die Wahrheit, dass die Wirtschaft sich nicht um die Jugendliche kümmert. Ich glaube, das ist wichtig hier festzustellen. Ich will einen Schritt weitergehen mit Ihrer Erlaubnis und danach fragen, was im Moment eigentlich passiert. Es gibt ja ein paar Gesetzesvorhaben, die vor allen Dingen durch die Sozialdemokraten eingebracht werden und die, wie manch Kritiker meint, einen zu großen Eingriff in Märkte bedeuten.
Herr Wähler, Sie sind Jahrgang 1931. Das heißt, Sie werden im September 83. Für Sie ist es total lässig möglich, 66 Jahre locker zu überblicken. Ist es so, wie Rainer Hank schreibt, dass gerade Schwarz-Rot einen wirklichen Rückschritt macht und in eine Zeit vor 66 Jahren zurückfällt, sich also von einer fortschrittlichen Politik in Richtung Rückwärtsgewandtheit verabschiedet? Kann ich ganz knapp beantworten. Die Regierung reagiert seit einigen Jahren auf die Dilemmata, die durch den Neoliberalismus geschaffen worden sind, dass man sozusagen diese Legende geglaubt hat, der Markt gestatte es, dass die Konkurrenten aufeinandertreffen, ihren Gewinn machen und am Ende auch noch das Gemeinwohl schaffen, ohne Regelwerk. Aber Menschen können nicht zusammenleben ohne Regelwerk. Infolgedessen ist in einer so kritischen Situation wie nach der Finanzkrise von 2008 die staatliche Intervention gefordert, nicht nur für die Banken, sondern generell. Und es gibt überhaupt keinen mächtigeren Akteur, der diese Regelung vornehmen kann als den Staat. Insofern ist eine völlig konsequente Entwicklung, dass der Staat sich kümmert um Rentenprobleme und um andere Dinge, die da eben von Hank aufgezählt worden sind. Sehe ich keine Alternative. Mietpreisbremse, ein Beispiel, ohne es in extenso diskutieren zu wollen. Mir geht es um das Prinzip hier. Ein Staat sagt, er greift ein, weil er das Gefühl hat, die Entwicklung der Märkte, das haben Sie beschrieben, läuft nicht so, wie es dem Gemeinwohl zuträglich wäre. Menschen bekommen, die zum Beispiel Familien haben, in den Innenstädten keine Wohnungen mehr. Es gab in West-Berlin auch mal eine Mietpreisbindung, die galt für die Altbauten. Wenn man dabei geblieben wäre, damals hat es sich nicht gelohnt, für Vermieter zu investieren, hätten wir jetzt immer noch Außenklo und andere hässliche Vorkommnisse. Ist das der richtige Ansatz, dass man zu heilen versucht mit Eingriffen, die möglicherweise einen Markt kaputt machen? Das ist nicht notwendig gesagt, dass die staatlichen Eingriffe den Markt kaputt machen. Also wir kommen nun auf das Rentenproblem noch gleich zu sprechen. Das ist ohne staatliche Federführung überhaupt nicht denkbar, dass das geregelt wird. Wir kommen auch noch auf strukturelle Probleme, zum Beispiel die rasante Vermögensverlagerung nach oben und unten sind 8 Millionen Minijobs. Berufstätige. Und all diese Dinge, da muss man abwägen, ob es überlegene Alternativen gibt. Und bei den Punkten, bei denen wir jetzt sind, gibt es keine überlegene Alternative dazu, dass der Staat sich dieser Probleme annimmt. Der unterliegt auch seinen Kontrollen durch Parlament und kritische Öffentlichkeit. Aber es gibt keine wirklich überlegene Alternative. Deshalb bin ich dafür, dass eingegriffen wird mit Mieten. Und war der Staat nicht schon mal einen Schritt weiter unter der Regierung Schröder, als man sich zur Deregulierung entschlossen hat, die den Namen Agenda 2010 trug und die Sie doch ganz richtig fanden? Aber das Dilemma war, dass die rot-grüne Koalition dem Neoliberalismus erlegen ist. Und dass sie in einer merkwürdigen Übereinstimmung mit Blair sozusagen einen eigenen Weg gesucht hat. Und das hat nicht funktioniert. Die Agenda 2010 ist in meinen Augen, das kann man jetzt auch in dem besten Buch darüber von Edgar Wolff lesen, Rot-Grün an der Macht, die größte sozialpolitische Leistung in der neueren deutschen Sozialgeschichte. Es gibt kein Gesetzeswerk, was so drastisch Verbesserungen gebracht hat, obwohl dann ein Gutteil der öffentlichen Meinung sich sozusagen nur an dem Begriff von Hartz IV festgebissen hat. Aber es gibt noch 24 andere Komplexe, die geregelt worden sind. Und kein anderer Akteur hätte diese Regelungen treffen können, es sei denn der Staat. Und das hat Schröder schließlich mit Steinmeier eingesehen, hat es durchgesetzt, obwohl er genau vor Augen hatte, das kostet mich die Kanzlerschaft. Der Mindestlohn, Frau Nahles, ist aber doch jetzt letztlich eine Korrektur der Agenda 2010. Machen Sie also dann einen Fehler? Also erstmal glaube ich, dass die Reformen der Agenda 2010 sehr gut funktioniert haben. Sie haben sich auch bewährt, gerade in der Krise. Und sie zeigen, wenn wir uns das heute angucken, wo in vielen Ländern in Europa ja nachholend jetzt faktisch 10 Jahre später die notwendigen, ich sage bewusst, die notwendigen Nachbesserungen haben. Und das hat mit Forderungen, mit Taktik von uns überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach die Wahrheit. Herr Wanzel, ich erkenne durchaus an, Herr Wanzleben, dass es Ihnen darum geht, auch mehr Ausbildung zu organisieren. Wir sind im Gespräch auch mit den Industrie- und Handelskammern, dass sie mehr Ausbildung realisieren. Wir sind auch bei der Fachkräftesicherung in unserem Land im Gespräch, gar keine Frage. Aber wenn jemand, der einen Hauptschulabschluss hat,
mit 23 erst in der Ausbildung beginnt, dann ist etwas ganz anderes schiefgegangen. Dann hat der Übergang von Schule zu Beruf überhaupt nicht geklappt. Dann war der möglicherweise in Warteschleifen. Und dann hat es an anderen Stellen Schwierigkeiten gegeben. Und das kann man jetzt nicht dem Mindestlohn in die Schuhe schieben. Diese Problemfälle kennen wir ja jetzt schon. Ich glaube, dass wir eine Kombination machen müssen. Wir haben jetzt bis 18 Jahre, das sind ja vor allem dann diejenigen, die wirklich früh aus dem Schulleben dann aussteigen oder die wirklich schwach sind. Für die haben wir wirklich keine Fehlanreize damit geschaffen. Aber wenn das darüber hinausgeht, dann muss man begleiten, dann muss man fördern, dann muss man die auch wahrscheinlich noch mal anders betreuen. Das tun wir übrigens auch. Wir haben sehr gute Unterstützungsprogramme, auch Ausbildungsbegleitung. Und wir machen vor allem viel mehr Berufsorientierung als früher in den Schulen. Also ich glaube, wir kommen da zusammen, was das Ziel angeht. Aber der Mindestlohn, der wird keine Arbeitslosigkeit in Deutschland erzeugen. Das wage ich mich zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass er Beschäftigungseffekte im positiven Sinne hat. Ich glaube, dass er neutrale Beschäftigungswirkung hat. Warum? Wir haben jetzt 13 Branchenmindestlöhne in Deutschland realisiert in den letzten Jahren. Das haben wir genau uns angeguckt. Und wir haben festgestellt, es gab überhaupt keinen nennenswerten Effekt. Wir haben aber auch in 21 Ländern in Europa einen nennenswerten negativen Effekt. Und wir haben in 21 Ländern in Europa, auch in den großen Industrieländern in Europa, haben wir einen Mindestlohn. Und zum Beispiel in England, wo das intensiv untersucht, haben sie den 97 eingeführt. Auch keine nennenswerten Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist auch mit Verlaub jetzt ein bisschen Panikmache. Der Mindestlohn ist eine Notwendigkeit, weil Arbeit in diesem Land ihren Wert haben muss. Und es kann nicht sein, dass wir auf Dauer Niedrigstlöhne finanzieren. Herr Wähler, das hat Andrea Nahles ja auch heute in der Bundespressekonferenz gesagt. Den Ausschnitt haben wir eben auch im Film gezeigt. Sie hat gesagt, wir geben der Arbeit ihren Wert zurück. Wir bringen Deutschland wieder ins Lot. Stimmt das? Ich glaube, dass der Vergleich das bestätigen wird. Also ich war schon seit langem für den Mindestlohn, dass die Minderverdienenden sozusagen etwas aufgewertet wurden. Und wenn man nun auf die gut 20 europäischen Länder blickt, wo es ihn schon seit langem gibt, da kann man sagen, es hat nie die Kette von Insolvenzen gegeben, nie die Bankrotterklärung, nie einen dramatischen Einbruch des Arbeitsmarktes. Das ist wirklich, wie Frau Nahles sagt, Panikmache. Aber Großbritannien beispielsweise hat einen Mindestlohn, glaube ich, der jetzt ungefähr bei 7,43 Euro oder sowas liegt. Mhm. Das ist erstmal niedriger als die 8,50 Euro, ganz klar. Und sowieso gibt es eine Art von Stufen, die da mitgedacht werden, dass etwa Menschen, junge Menschen, die in Ausbildung sind, erstmal sehr viel weniger bekommen, 3 Euro sind. Das wäre das besser gewesen? Das weiß ich nicht. Also in England hat das große dramatische Problem, dass seine Industrie kollabiert ist. Und dass sozusagen nur noch der Staat und die Finanzen gerettet werden durch die City und die Finanzgeschäfte der City. Insofern muss man da sozusagen mit etwas geschrumpften Beträgen arbeiten. Aber im internationalen Vergleich, würde ich sagen, sind all die Unkereien, dass der Mindestlohn dramatische negative Einflüsse hat, die sind nicht angebracht. Der Vergleich zeigt, dass der funktioniert. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man das in Deutschland nicht tun sollte. Frau Frank, Sie sind Mitglied der Gewerkschaft Verdi. Sie kämpfen vor allen Dingen für Beschäftigte im Einzelhandel. Sie haben sich sehr eingesetzt und tun das auch nach wie vor für die Schleckerfrauen, die zum Teil sehr wenig verdient haben. Freuen die sich alle über den Mindestlohn? Also ich denke, dass der Mindestlohn ein richtig wichtiger Schritt ist in die richtige Richtung. Also wir haben ja jahrelang als DGB und Einzelgewerkschaften dann versucht, über den Mindestlohntruck in jeder Stadt dafür zu werben. Wir haben da sehr viel Kraft reingesetzt und für uns ist das ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es fehlt aber noch was. Also nach dem System des Arbeitsrechts läuft es ja so, dass wir Ansprüche haben, wir haben Schutz- und Mindestnormen, die Basis bieten. Aber was fehlt, ist die Kontrolle. Die ist abgebaut worden. Also jetzt, ich nehme mal als Beispiel den Großraum Stuttgart. Wir haben eine Gewerbeaufsicht mit genau 7 Beamten. Das ist einfach zu wenig. Die kommen überhaupt nicht mehr klar. Und das bedeutet, wir haben hier einen Bereich, der eigentlich auch der Kontrolle bedarf. Und diese Kontrolle funktioniert nicht. Das bedeutet, wenn Sie nicht wollen, dass der Mindestlohn auf dem Papier bleibt, wenn er wirklich umgesetzt werden muss, dann brauchen wir hier zusätzliche Vorschriften. Und wir müssen
da wieder aufbauen. Wir müssen hier diese ganzen Schutz- und Mindestnormen wieder lebendig machen, indem wir da die entsprechenden Kontrollinstanzen wieder einbringen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist ja auch Logo. Ich würde es sogar als problematisch empfinden, wir würden einen Mindestlohn einführen und es nicht ernst meinen. Dann ist nämlich der anständige Arbeitgeber, der ihn zahlt, am Ende der Dumme. Mhm. Das kann ja nicht sein. Deswegen haben wir auch rausgehandelt, das wird jetzt nicht in diesem Gesetz geregelt, aber das wird über Herr Schäuble eingebracht in den Bundestag, dass wir in sehr relevantem Umfang den Zoll personell aufstocken. Die machen das in Deutschland mit der Schwarzarbeitskontrolle und das wollen wir auch denen übertragen. Die gehen in die Betriebe und sagen, zahlt ihr überhaupt 8,50 Euro. Ja, und wir haben auch, genau, wir haben auch im Gesetz Prüfpunkte, die... Was ist damit jetzt nun erreicht, wenn wir einen Schritt weitergehen und groß fragen, ist damit Deutschland gerechter geworden, Ihrer Meinung nach? Hat man mehr Verteilungsgerechtigkeit zwischen denen, die so unfassbar viel verdienen, wie wir es eben im Film noch mal gezeigt haben, und denen, die jetzt wenigstens dann die 8,50 Euro pro Stunde bekommen? Ja, in meinen Augen ist das die Verkörperung eines Schrittes auf mehr soziale Gerechtigkeit. Das ist in meinen Augen auch das stärkste sozusagen theoretische Argument für den Mindestlohn. Deshalb bin ich auch dafür. Warum sind Sie dann trotzdem dagegen, Herr Wanzel? Also wir haben total Angst, dass Deutschland hier mit Europa, also mit europäischen Nachbarstaaten verglichen wird und gesagt hat, wieso funktioniert das doch? Ja, in allen europäischen Nachbarstaaten haben wir eine höhere Jugendarbeitslosigkeit als bei uns. Also ich bin jetzt richtig unruhig. Ich bin total unruhig, dass wir sagen, wir können das jetzt machen und vergleichen das uns mit Ländern, denen es wirklich nachweislich schlechter geht. Und auch wenn Sie die Zahlen sich angucken, also in Ostdeutschland, um dieses Beispiel zu nennen, liegen ungefähr ein Viertel der Beschäftigten unter dem Mindestlohn. In England sind das 5%. Das heißt, der Lohnanpassungsdruck, der jetzt da ist, ist ein völlig anderer. Wir kriegen völlig andere Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt. Und so ein bisschen, wenn Sie sich jetzt hier hinsetzen von Hals und sagen, das wird bestimmt keine Beschäftigung kosten, dann wäre ich an Ihrer Stelle ganz vorsichtig. Ich kenne viele, die auch politische Verantwortung tragen, gerade in neuen Bundesländern, die das zwar nicht öffentlich sagen, aber die ganz schön Muffensausen haben, was jetzt da wirklich passiert. Und ich glaube, wir tun gut daran, sehr achtsam mit dem Thema umzugehen. Denn was keine soziale Gerechtigkeit wäre, wäre, wenn der Mindestlohn am Ende dazu führt, dass mehr Leute wieder ausgesperrt werden. Denn wir wissen doch aus der Zeit von der Agenda 2010, was es bedeutet für eine Gesellschaft, wenn 5 Millionen Leute arbeitslos sind. Das heißt also, ich sehe hier ein großes Risiko. Ich und finde nicht richtig, mehr Gerechtigkeit, sondern Risiko. Sondern das Potenzial ist. Mhm. Ich finde es richtig deswegen, möchte es deutlich sagen, dass das mit dem Langzeitarbeitslosen, dass Frau Nahles auch die politische Kraft aufbringt, dazu zu stehen. Das bewundere ich sehr, weil ich kenne natürlich auch die Argumente, gerade aus den Gewerkschaften, das haben wir ja gerade gehört. Aber damit zeigt sie ja auch genau das Problem. Und das zu negieren, ich glaube, da machen wir einen Fehler. Und wir werden es, Frau Nahles, nicht alles einzeln kompensieren können. Sie wissen, wie sehr wir auch als Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern dahinterher sind, dass Jugendliche einzeln angesprochen werden. Aber ich glaube, was wir jetzt hier machen, wir ziehen uns jetzt Skischuhe an, um 100-Meter-Lauf zu machen, das funktioniert nicht. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten da, wo es wirklich überschaubar ist, und das ist bei den Ausnahmen, gerade bei den Jugendlichen, sollten wir wirklich sagen, wir machen die Ausnahmen, wir bekümmern uns drum. Und dann gucken wir, ob wir es nachjustieren, wenn erstmal das Kind im Brunnen gefallen ist und die Jugendlichen keine Ausbildung angegangen haben, dann haben sie ein Leben lang keine Ausbildung und ich finde den Preis viel zu hoch. Also weniger Gerechtigkeit und mehr Risiko, ein hoher Preis, sagt der Rammstein. Es gibt in zwei Ländern in Europa eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Das ist Deutschland und Österreich. Worin unterscheiden sich diese beiden Länder nun von allen anderen europäischen Ländern? Sie unterscheiden sich vor allem darin, dass sie ein duales System der Berufsausbildung haben. Alle anderen Länder bedauerlicherweise in dieser Form nicht. Das ist doch die eigentliche Stärke. Ja, das ist doch der wesentliche Unterschied, warum es bei uns besser funktioniert. Deswegen ich außerdem auch glaube, dass ein Mindestlohn bei uns sich gerade in diesem Punkt, was die Jugendarbeitslosigkeit angeht, eben viel weniger negativ auswirkt als in Ländern, wo es gar kein System der vernünftigen Ausbildung in der Weise, wie wir es kennen, gibt. Ich sage jetzt mal unter uns, sage ich jetzt mal vielen Dank, dass Sie mir recht geben. Das ist ja genau der Punkt, was wir sagen. Das klang eigentlich genau wie das Gegenteil. Wir sagen ja,
Die Gefahr des Mindestlohns liegt genau darin, dass die Jugendlichen keine duale Ausbildung durchlaufen. Deswegen geben Sie mir ja recht. Aber nein. Denn es ist ja genauso, wie Sie sagen, dass wer eine Ausbildung hat, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine gute Stelle zu finden und ein gutes Berufsleben zu haben. Deswegen sagen wir, macht doch diesen Vorteil, den Österreich und Deutschland wirklich haben, nicht kaputt und lasst uns doch lieber dafür sorgen, dass alle Jugendlichen eine vernünftige Ausbildung haben und vergesst, also hängt euch doch nicht an das Prinzip, dass wir jetzt auf keinen Fall Ausnahmen machen dürfen. Ich verstehe es nicht. Ich finde, sage ich jetzt auch mal als Vater, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass wir ein Prinzip hier zu Ende reiten und am Ende die Jugendlichen, die keine Ausbildung haben werden, die Zeche zahlen lassen. Ich kann diese Politik, sorry, dass ich es so deutlich sage, nicht verstehen. Herr Walsleben, ich war mit Verlaub, über welche Jugendlichen reden Sie denn hier jetzt eigentlich gerade? Sie haben wahrscheinlich, ich weiß es jetzt im Detail nicht, ich habe die Realschule gemacht. In meinem Jahrgang war überhaupt niemand, der die Realschule erfolgreich abgeschlossen hat, der nicht in eine Ausbildung gegangen wäre. Ja. Diejenigen, die Abitur machen, die werden ja nicht, weil es so attraktiv ist, für 8,50 Euro in der naheliegenden Bäckerei zu arbeiten, auf ein Studium verzichten. Sondern es geht hier um eine bestimmte Gruppe von jungen Leuten, die unsere Begleitung wahrscheinlich in vielen Fällen brauchen. Und die sind vermutlich überhaupt nicht in der Altersklasse über 18 Jahre. Ich behaupte, dass Sie... Und wenn Sie da sind, dann haben wir an einer anderen Stelle etwas unterlassen. Ja, aber die Probleme sind doch schon da. Die Probleme sind schon da. Und Sie verschärfen sie jetzt noch. Nein. Und das ist im Kern das Problem. Und die Argumentation mit Ihren Gymnasiasten und mit Ihren Realschülern. Wo kommen denn die 1,3 Millionen junge Leute im Alter zwischen 25 und 34, Sie kennen die Zahlen wie ich, wo kommen die denn her, die keine Ausbildung haben? Das sind doch genau die Jugendlichen, die wir... Sag mal, okay. In den Generationen, aber Herr Walsleben, die jetzt kommen, darf ich Sie antworten lassen. Also Sie können doch nicht einfach die Augen verschließen bei dem, was ist. Schon, Herr herzlich willkommen bei uns. Was manch einer schon nicht mehr für möglich hält, klappt nun doch und hat das Kabinett heute sehr wohl beschlossen. Deutschland bekommt einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, über den fast so lange und so erbittert gestritten worden ist, wie ansonsten wahrscheinlich nur über das Tor von Wembley. Ist das erst der Anfang, fragen wir, und nimmt die Bundesregierung unter Federführung der Sozialdemokraten streng Kurs auf einen, sagen wir, Sozialstaat XXL. Dazu sind bei uns die Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, Christina Frank von der Gewerkschaft Verdi, die für die Beschäftigten im Einzelhandel, auch für die Schleckerfrauen kämpft. Einer der bedeutendsten Historiker Deutschlands ist da der Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler. Und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Martin Walsleben. Herzlich willkommen. 4 Millionen Beschäftigte, so sagt zumindest Andrea Nahles, werden durch den Mindestlohn mehr Geld bekommen. Das gilt allerdings nicht für diesen. Herr Walsleben, alle sind begeistert, nur Sie nicht. Warum gönnen Sie den Menschen nicht einen halbwegs ordentlichen Lohn? Also die meisten Unternehmen werden keine Probleme haben. Für viele wird es gar nicht merkbar sein. Aber am Ende hat der Mindestlohn zu viele Verlierer. Also gerade Jugendliche, die jetzt eher dazu verleitet werden, keine Ausbildung zu machen, sondern lieber gleich eine Stelle anzunehmen und 1500 Euro zu verdienen. Es werden am Ende diejenigen Schwierigkeiten haben, deren Eltern auch nicht hinter ihnen her sind. Hier, du musst was lernen, kümmere dich darum. Und es werden diejenigen Schwierigkeiten haben, die keine Ausbildung haben. Das heißt also, für die keiner bereit ist zu bezahlen. Das ist im Kern das Problem. Also im Prinzip könnten wir sagen, wir könnten uns auf 15 Euro einigen, wenn alle Kunden in Deutschland und weltweit jeweils bereit sind, dafür zu bezahlen. Aber das ist ja, vielleicht kann man das so sagen, in einer Zeit der Schnäppchenjäger wohl nicht möglich. Und das scheint das Problem zu sein. Also kein guter Tag für Deutschland? Ich würde mal sagen, es gibt bessere. Es gibt bessere Tage, Frau Nahles. Sie haben heute den Eindruck erweckt, als sei es ein guter Tag für Deutschland, weil einige ein bisschen mehr verdienen, aber andere möglicherweise auch junge Menschen falsch verleitet werden und andere vielleicht gar keinen Job erst bekommen. 4 Millionen Menschen, hart arbeitende Menschen wohlgemerkt, bekommen endlich einen Lohn, der halbwegs anständig ist. Weniger ist zu wenig.
Wir reden hier über einen Mindestlohn. Wir reden über eine Mindestabsicherung. Und wir haben hier wirklich eine Ungerechtigkeit in unserem Land. Und wir schaffen mit dem Mindestlohn einen ersten Schritt. In dem Mindestlohnpaket sind aber auch noch andere Maßnahmen, um die tarifvertragliche Absicherung in Deutschland zu stärken. Es ist aber ein ganz zentraler erster Schritt. Und wir haben einen Mindestlohn für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für alle Branchen und in Ost und West gleich. Das ist eine Sache, die wir versprochen haben und die wir jetzt auch einlösen. Die jungen Menschen, sagt Herr Wandsleben, werden verleitet, gar keine Ausbildung zu machen. Wir haben uns das auch, das Argument ist ja erstmal berechtigt. Aber welche jungen Leute könnte Herr Wandsleben meinen? Es kann ja nicht ein Abiturient sein, der wird ganz andere Pläne für sich und sein Leben haben. Das sind schwache Hauptschüler möglicherweise, die auch Schwierigkeiten haben, zurzeit dann Anschlussausbildung zu finden. Es sind möglicherweise auch Schulabbrecher. Von daher haben wir gesagt, bis 18 Jahre sind wir gewillt, eine Ausnahme zu machen, in dem Sinne, dass für diese Altersgruppe kein Mindestlohn gezahlt werden muss. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, Mindestlohn ist erstmal etwas, das alle verdienen. Und nur ein Argument hat mich überzeugt, nur ein einziges, warum man sagt, man macht vielleicht eine Sonderregelung. Wenn es eventuell beim Einstieg ins Erwerbsleben Schwierigkeiten geben könnte, und das ist bei den schwachen Hauptschülern oder Schulabbrechern oder auch bei Langzeitarbeitslosen der Fall. Und genau für diese beiden Personengruppen haben wir deswegen Sonderregelungen geschaffen, also die einen bis 18 Jahre, die anderen eben im ersten halben Jahr nicht danach, aber voller Anspruch auf Mindestlohn auch. Und das halte ich für ausgewogen, das halte ich für gerechtfertigt. Das kann man immer mehr fordern, Herr Wandsleben. Aber ich halte es für vernünftig, auf Argumente auch zu hören, auf Bedenken, die es da gibt. Weil ich möchte ja vor allem eins, dass der Einstieg ins Erwerbsleben für die jungen und Langzeitarbeitslosen auch wirklich funktioniert, auch unter den Bedingungen eines Mindestlohns. Herr Wandsleben. Das Problem ist nur, also wir kennen das an. Sie nennen die Argumente, nur die Zahl stimmt nicht. 18 ist falsch. Was wäre besser gewesen? In dem 25. Ich will das begründen. Ich will das begründen. Im Durchschnitt sind diejenigen, die eine berufliche Ausbildung anfangen, über 20. Über die Hälfte ist viel älter. Und dann haben wir extra mal geguckt, weil die Diskussion ist ja zwischen uns jetzt nicht neu. Wie sieht das denn in Berufen aus, die so klassischerweise von Hauptschülern auch gelernt werden? Und selbst da haben wir 30% Leute, die 23 und älter sind. Und deswegen sagen wir, wenn Sie das Problem erkannt haben, dass der Mindestlohn die Gefahr in sich birgt, Jugendliche davon abzubringen, eine Ausbildung zu machen, dann bitte nicht bis 18. Es ist keine Verhandlungsfrage, sondern es sind ja die Statistiken, es ist die Wahrheit. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir dieses Thema nicht nur hier heute Abend ernsthaft diskutieren, sondern dass das nachgebessert wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesarbeitsministerin eines Tages vor die Presse gehen will und sagen will, ich fand es prima, dass wir den Mindestlohn haben, aber jetzt haben wir halt ein paar mehr Arbeitslose und noch weniger Jugendliche, die eine Ausbildung machen, die es dringend bräuchten. Das kann, glaube ich, nicht Ihr Ziel sein. Deswegen setze ich sehr darauf, dass wir nachher im parlamentarischen Verfahren dann haben. Die dann möglich sind zu prüfen drin. Und vor allem, was ich faszinierend fand, ich habe mir das in London angeguckt bei den Briten, die hatten eine Hotline eingerichtet. Und da riefen dann 50%, sagten sie mir, Arbeitgeber und 50% Arbeitnehmer an. Und haben dann gemeldet, der Kollege nebendran bezahlt den Mindestlohn seinen Mitarbeitern nicht oder umgekehrt, mein Arbeitgeber bezahlt mir den nicht. Und dann haben die sich wirklich verpflichtet, diesen Hinweisen nachzugehen. Und das hat sehr gute Wirkung gezeigt. Und deswegen finde ich die Idee gut und würde sie gerne auch in Deutschland installieren, dass man wirklich auch Hinweisen nachgehen kann und dass man eine Möglichkeit hat, ihn durchzusetzen. Weil sonst führt er zu Wettbewerbsverzerrung, die wir alle nicht wollen. Und insoweit gebe ich Ihnen recht, ein Mindestlohn ist nur so wirksam, wie er auch wirklich in der Realität dann umgesetzt wird. Apropos Verzerrung, Frau Frank, eins will ich nachfragen. Sie sind nicht nur Mitglied bei Verdi, sondern auch Mitglied bei den Linken, bei der Linkspartei. Ihre Vorsitzende Katja Kipping hat heute gesagt, es gäbe eine Diskriminierung, eine erwerbslosen Diskriminierung durch die Regelung, die getroffen worden ist. Kompromiss, glaube ich, mit dem Kanzleramt oder mit der Union, dass Sie gesagt haben, Langzeitarbeitslose werden im
ersten halben Jahr ihrer neuen Beschäftigung vom Mindestlohn ausgenommen. Darin sieht sie diese Diskriminierung. Sie auch? Also ich bin nicht glücklich über diese Ausnahme der Langzeitarbeitslosen, weil wir wissen ja auch, dass das Kündigungsschutzgesetz erst nach einem halben Jahr greift. Und ich befürchte, dass wir zwar die Statistik da ein Stück bereinigt bekommen, dass jetzt mehr länger Arbeitslose wieder reinkommen ins Arbeitsleben, aber sie fliegen, wäre meine Prognose, auch wieder nach einem halben Jahr wieder raus. Und das ist eigentlich sehr schade, weil in diesem Bereich, also ich meine, ich arbeite mit dem Handel und der Handel ist auch prekär und da gibt es so viele Check-in, Check-out Verträge. Die jungen Leute vor allem haben ein ganz anderes Berufsrisiko, als wir früher hatten, als wir angefangen haben. Mhm. Und diese Lücken dann zu füllen, über längere Zeiten der Arbeitslosigkeit wieder reinzukommen, dann wieder rauszukommen, das geht so schnell, dass man auch mal ein Jahr draußen ist. Ja? Und ich finde, dass man an der Stelle also danach bessern sollte. Da hat mir der erste Teil sehr viel besser gefallen, als es nur um diese Personen ging, die einen Zuschuss bekommen hätten sollen, die dann da ausgenommen waren. Ich glaube, dass über diese Langzeitarbeitslosenregelung, die wir jetzt geschaffen haben, dass wir da so ein neues Feld aufmachen, wo auch wieder sehr viel Schmuh passieren wird. Wollten Sie ursprünglich auch nicht, Frau Weiß? Frau Frank, zunächst. Ich kann sehr gut mit dieser Lösung, die wir jetzt hier gemeinsam entwickelt haben, in der Bundesregierung leben. Weil ich glaube, es geht ja erstmal darum, dass keine zusätzlichen Hürden aufgebaut werden, dass diejenigen, die langzeitarbeitslos sind, vielleicht noch mal eine Chance kriegen. Ehrlich gesagt, die sind ja nicht umsonst langzeitarbeitslos, sondern die haben ja schon gewisse Schwierigkeiten. Möglicherweise sind es familiär. Ja, umsonst heißt, die haben Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, aus welchen Gründen auch immer. Das muss nicht immer an den Leuten liegen. Und von daher ist es doch die Möglichkeit, nach einem halben Jahr kann man das sicherlich dann auch sagen, klappt das, dann haben die auch einen Anspruch auf einen Mindestlohn. Heute haben sie gar keinen Anspruch. Deswegen sage ich auch, das ist eine Überbrückung, eine Brücke, eine 6-Monats-Phase gibt es auch. Das ist auch, wie gesagt, schon in Probezeiten, die ich vertreten kann, guten Gewissens. Wenn wir aber Sie wollten es doch ursprünglich nicht, Frau Nahles. Da hatten Sie doch wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Argumente, warum Sie es nicht wollen. Sie haben ja gesehen, schon in dem ersten Vorschlag, den ich gemacht habe, war das Thema Langzeitarbeitslosen hat eine Rolle gespielt. Und wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Branchen angehört und deren Sorgen und Bedenken angehört. Wir haben aber auch darüber diskutiert, wie verhält es sich bei den Langzeitarbeitslosen. Und da haben wir jetzt eine sehr, wie ich finde, ausgewogene Lösung gefunden, weil wir gesagt haben, das halbe Jahr, das ist eine mögliche Brücke, es kann ein Anreiz sein. Ich glaube persönlich nicht, dass der Lohn bei den meisten der Langzeitarbeitslosen entscheidend ist. Sondern ich glaube, wir brauchen da weiterhin unterstützende Maßnahmen. Wir werden jetzt zum Beispiel in den nächsten Monaten noch ein großes Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit auflegen. Aber selbst wenn es der Lohn ist, dann haben wir damit ja eine Möglichkeit gebaut, eine Brücke zu bauen. Und wir haben, Frau Frank, lassen Sie uns dann noch mal drüber reden. Im Gesetz stehen, nach 2 Jahren wollen wir uns die Wirkung angucken. Hat es geholfen? Hat es zu den Effekten, die Sie befürchten, geführt? Dann allerdings müssten wir uns fragen, ob die Regelung klug ist. Es kann aber auch sein, dass das, was die Befürworter in den Diskussionen für diese Lösung auch vorgetragen haben, dass es eben sogar eine Hilfe sein kann für die Langzeitarbeitslosen. Also haben wir gesagt, okay, wir haben in Deutschland noch nie einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Das ist nun mal die Wahrheit. Das konnten wir bisher noch nicht. Wir haben keine Erfahrungswerte, wir können das jetzt nicht sagen. Lass es uns angucken. 2 Jahre, wie die anderen Branchen, haben die auch eine Übergangszeit. Und dann bewerten wir es. Und wenn es nicht gut ist, dann muss man es ändern. Wenn es gut ist, umso besser. Herr Wähler, Sie sind Sozialhistoriker. Finden Sie es richtig oder nicht richtig, dass die Langzeitarbeitslosen zunächst mal ausgenommen sind vom Mindestlohn? Also ich sehe das ganz pragmatisch. Der Gesetzentwurf ist brauchbar. Er ist menschenwert. Da hat so lange dran gearbeitet, da freut sie sich über brauchbar. Er ist brauchbar. Für Wähler ist das ein großes Lob. Ja. Der Menschenwert verkörpert, ist er immer reformbedürftig. Und es ist eine kluge Entscheidung, nach einer gewissen Zeit das alles genau unter die Lupe zu nehmen und dann die Wandsbeck'schen und Frank'schen Argumente auch zu prüfen. Mhm. Ja. Und ich sehe überhaupt nicht, wie eine im Prinzip unvoreingenommene Regierung nicht auf diese sozusagen Reformmöglichkeiten zurückgreifen sollte.
Und insofern ist in meinen Augen der Streit um den Mindestlohn ausgestanden. Er tritt jetzt in Kraft und dann wird man zu gegebener Zeit das übliche Renovieren vornehmen. Und